Oh, weißt du, so für uns. Ja. Die Känguru-Chroniken? Nee, Ja. ah, die können wir uns Auch. auch gegenseitig episch vorlesen. Das geht wohl, aber. Nee, daran dachte ich jetzt nicht. Oh, blöd. Nee, nee, tut mir Oh, geil, leid. ich habe Werbung. Richtig geil. Oh, geil. Stehe ich drauf. Hab auch Werbung. Dinge, die Bio mich und nicht ärgern, aber Charakter. so Werbung. Egal, was dein Traum ist, mach's im Worldwide You. Finde es sehr schön, wie auf meinem Clan-Discord gerade als allererstes die Stream-Benachrichtigung instant rausgehauen wurde. Ich liebe mein Stream-Announcement-Bot. Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit dich zu wiederholen? Ach nein, warte, ich hab den Stream laut. Oh, Leute. Weißt du, was mir instant auffällt? Nein. Saiyan hat immer noch nicht sein Sub-Goal-Meter gefixt. Das stimmt, das stimmt. Jetzt seit über einem Oh, halben Jahr. Scheiße, ey. Ja, keine Ausrede parat, keine Ahnung. Viele sagen, man soll dahin gehen, wenn es am schönsten ist. Aber ich finde, man soll lieber dahin gehen, wo es am schönsten ist. Das Känguru. Okay. Ja, aber ist doch wahr, oder nicht? Alles wird gut. Bin auch dafür, dass man dahin geht, wo es am schönsten ist. So, ich muss Weißt du, übrigens, wo es am sagen, schönsten ich bin auch ziemlich bei Utonien raus, was das auf dem Laufenden sein angeht, ne? Also, ich Im Frühjahr bin. sollte die Beta starten. Ich habe Im gehört, der Release Winter. kommt diese Woche. Ich dachte im Winter. Weißt du, ich hab's schön geredet, okay? Ja, dachte ich mir, dachte ich mir. Ja. Boah, ich bin so raus, ne? Da lässt man das einmal schweifen, so richtig. Und schon habe ich überhaupt keinen Überblick mehr über was und wie eigentlich irgendwas funktioniert. Ist herrlich. Hey, Sian, wollte nur fragen. Vor allem wollte nur fragen. Helly. Hey, Sian, wollte Ich, nur hast fragen, du das dass du ausgemacht, fett dass das lachen. vorgelesen wird? Was? Fick dich. Jetzt kommt's doch. Hey Sajin, wollt nur fragen, dass du fett nach Magi stinkst und ich eigentlich überhaupt kein Bock hab, aber was muss das muss. So shut up and take my money. Das letzte, das ging wieder, ne? Das davor. Also für die, die es nicht verstanden haben, da stand: Hey Sajan, wollte nur fragen. Noch Das mal, soll hey, sagen, heißt okay? fragen. Hey Sajan, wollte nur fragen, dass du fett nach Maggi stinkst und ich eigentlich überhaupt keinen Bock hab, aber was muss, das muss. Das sollte es eigentlich heißen. Moin René, also eigentlich, na Abend schon. Doktor, ach so, übrigens, ups. Da fällt mir ein, ich wollte dir schon antworten auf Discord, ich hab schon wieder verpennt. Wird wahrscheinlich nichts am Wochenende, weil schon was geplant war. Also da bin ich schon eingeplant und das halt am Samstag auf Sonntag, so mit Übernacht. Das wäre also wär schwierig, aber danke. Ey, Sayan. Ja. Guck mal auf dem DLK-Discord unter Streams, wo die Benachrichtigung kam, und guck dir mal das Bild an. Das Nicht, warte, warte. Warte, ich bin Standbild. alt, überfordere mich nicht mit Geschwindigkeit. Da ist der Discord. Sagt dir niemand, dass immer so langsam beim Bauen ist. News. War das bei News? Nee, bei Ja, bei Streams. Streams. Ah ja, einmal drunter. Schön mit Augen zu. Finde ich okay, steht für die Qualität des Streams. Ist ein Schlafstream. Ja. So, warte, da war unser Discord. Da. Ja, es tut mir Wie schon leid. funny. Es tut mir leid. Das ist nicht lustig, Aber du hast aber selber funny. gesagt, es war ziemlich kurzfristig und das war es tatsächlich auch. Andererseits, ich habe auch nicht mir viel länger Zeit gelassen mit der Einladung von André zu mir. Das war auch kurzfristig.
kurzfristig. Also, ja. Weißt du, was die Lösung ist? Du ziehst ins Münsterland. Nein. Weißt du, was der Vorteil ist? Da sind die Flüge nach England und den USA auch ein bisschen kürzer. Ach. Ja, smart. Aber nicht signifikant. Münsterland, wer will denn da hin? Hallo? Hi, na, wie geht's? Soll es Streamer geben, die schlafen, mehr Zuschauer haben als wach? That's true. Helly reibt mich übrigens mit Sunny-Fair-Bongs ein. Danke. Oh yeah. Was? Was haben wir denn hier? Kanalmodi, Abwehrmodus. Ich kann die Schilde deines Kanals hochfahren. Oh ja. Oh ja. Das habe ich auch schon gesehen. Chat-Markierungseinstellungen. Was haben wir denn hier noch? Kann ich hier wiederkehrender Charakter? Was ist das denn? Leutnant Helly, fahren Sie den Deflektor hoch. Ja. Neue Zuschauer, die in den letzten 30 Tagen zweimal. Digga, ich streame seitdem ich geboren wurde. Ich streame seitdem ich geboren wurde. Stream bekommen, damit sie sich wie Stammzuschauer fühlen. Oh. Erwähnungen. Ja, siehst du? Dann kennst du die Gegend schon, kennst schon ein paar Leute, hast dich schon mal so ein bisschen mit den Häusern und Immobilien beschäftigt. Perfekt. Lass mich wieder in die Mod-Ansicht gehen, damit ich alle wegbannen kann, die irgendwas Böses sagen. Ey Leute, für die, die es noch nicht gemacht haben, followt doch einfach mal Saiyan. Nur noch 22 Follower bis zu seinem Ziel. Keine Ahnung, ihr was das ist, aber einfach gerne mal machen. Ihr könntet euch auch gerne vorstellen, dass gerade September ist, dann... Ja, dank der neuen Preisanpassung von vor ein paar Monaten ist jetzt immer September. Weil es weniger kostet, weil wir ja 1 Euro runtergegangen sind von 4,99 auf 3,99. Ja, ich glaube, deswegen kosten sie jetzt im September sogar mehr als früher im September. Sag mal, haben wir dann eigentlich auch im September dann auch September? Oh, Helly, der ist mir zu anstrengend. Schmeißen wir noch auf den Discord? Weiß ich nicht. Ui. Noch die Quote auf. Sebastian, danke für dein Twitch Prime-Abo. Müsste gleich was kommen. Wait a minute. Ich hab grad Werbung. Lord Vader. Auch das Werbung? Weißt du, wie das umgehen kannst? Vorausgesehen. Gar nicht. Indem du subskribierst. Ist so, Josh, ja? Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Jetzt habe ich gemerkt, was für ein Verräter du bist. Du hast mich nicht abonniert? Ich habe schon 5-mal ein Abo gehabt. Ja, aber anscheinend nicht jetzt. Abonniere oder leide mit der Werbung. Ich bin Student, ich habe chronischen Geldmangel. Helly auch. Ich bin kein Student. Psst. Ich brauche was Anständiges. Ich bin arbeitslos. Nein. Das kam gerade so passend zu mir. Nein. Also momentan bin ich ja Aushilfe, aber nicht mehr lange. Was ich sagen wollte, es gibt dieses Guest-Star, also Gäste-Stars, und eigentlich hatte ich vor, den Helly da einzuladen, weil ich mich erinnere, dass er einen Twitch-Kanal hat. Ich habe in der Tat einen Twitch-Kanal, auf den ich, glaube ich, das letzte Mal vor 3 Jahren oder so gestreamt habe. Ja, mit Sea of Thieves. Echt? Aber das sind keine 3 Jahre, das ist noch nicht so lange her. 2 maximal. Warte mal, Sea of Thieves ist schon 3 Jahre alt? Steht denn hier was? Ich weiß nicht mehr, wo hier steht, wann meine letzte Übertragung war. Ah, hier, guck mal. Helber hat zuletzt vor 2 Jahren gestreamt. Wer hat's gesagt? Das Saiyan. Oh, ich hab sogar Follower verloren. Oh nein. Ich war mal bei 200 Followern, jetzt bin ich bei 87. Oh, ups. Und ich find's auch toll, dass seit ich diesen... Bei meinem ersten Stream, da weiß ich noch, da wurde ich angeschrieben von irgendeiner Seite, die solche Panels für unter den Stream vermarkten. Und die wollten, dass ich dann... Also die haben mir halt so ein kostenloses Set gegeben von diesen Panels für unter den Stream und wollten dann aber halt nur, dass ich da drunter packe, wo die her sind. Das habe ich ja gemacht, aber ich stelle gerade irgendwie fest, dass das weg ist. Also das Ding mit dem, hier habe ich übrigens mein Zeug her, ist weg. Und es ist auch noch immer noch den Discord-Banner stehen, wo unten drunter steht, in Arbeit. Auszeit, irgendwas ist bei Twitch passiert, ich hab's schon wieder verpennt.
Das Hochladen von Follower-Emotes ist für dein Konto aktuell nicht möglich. Follower-Emotes? Ja, ach, von denen ich bereits 7 und 3 animierte hochgeladen habe, die weiter bestehen bleiben, aber ich kann jetzt keine mehr hochladen. Das sind ja keine Follower-Emotes, das sind ja Abonnenten-Emotes. Follower-Emotes sind Emotes, die auch Leute benutzen können, die keine Abonnenten sind, soweit ich weiß. Ja, aber why kann ich... Ich habe jetzt keine Zeit, mich zu ärgern mit. Es gab noch irgendwas Neues für Community-Rollenfollower, das ist denn? Nein. Alerts. Einführung des Alertbox-Widgets. Ja, ich glaube, das war's. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Neues. Ich glaube, mein Streamlabs funktioniert nicht mal mehr. Streamlabs habe ich auch ausgestellt. Oder TNC-Lizard. Aber was streamst du? Streamst du über OBS? Oh, OBS Studio, ja. Ich habe über mein Streamlabs OBS gestreamt. Ja, das hat bei mir irgendwie nie sauber funktioniert und deswegen habe ich es dann... Bei mir eine Zeit lang schon. So lange, bis es mal ein Update gab und ich dann alle meine Overlays und so weiter verloren hatte, die mir dann wieder runterholen wollte und... hat runterholen dann halt, gesagt. wo ich mir die dann halt wiederholen wollte und die dann aber alle auf einmal wieder Geld gekostet haben und ich dann mir Sachen gezeichnet habe. Also, wer zur Hölle nutzt Streamlabs? Danke, Sebastian. Ich vor 2 Jahren. Ja, das stimmt, René. Lange nichts mehr gehört. Dazwischen lagen Fortbildungen mit einer hochoffiziellen Zertifizierung von der Landwirtschaftskammer und in die neue Arbeit einleben. Ja, ja. Yay. Oh, René, ich bin ein bisschen enttäuscht, ne? Es steht im... Nicht nur das. Es gab ein hocheffizient gedrehten und professionell zusammengeschnittenen Trailer, der hierfür, ja? Also, und der ist mindestens einen Tag vorher rausgekommen. Das ist schon schneller als meine sonstigen Ankündigungen. Übrigens, ich gehe jetzt live. Ja, sorry, ist aber so. Richtig? Wenn René unsere Cthulhu Pen and Paper Runden schauen würde, hätte er mich auch gesehen. Was? Ja. Ellie. Alles muss man selber machen. Alles. Ja. Niemand hört einem zu. Du hast mir nie davon erzählt. Was hast du gesagt? Irgendwelche Pen and Paper Runden. Ich meine, wir spielen immer so was Nötiges. Hallo? Nerds. Du, ich bin gerade selber dabei, ein Pen and Paper zu schreiben, ja? Also. Ja, den habe ich zwar gesehen, aber da war ich besoffen. René. Just René Things. Oh. Kritisch. Alkoholverherrlichung. Oh. Lecker. Ne? Ich bin sofort wieder da. Was? Er ist sofort wieder da. Ich wollte eigentlich gerade die Szene wechseln, aber anscheinend ist er sofort wieder da. Oh. Also, ich habe mal auf Fortuna drauf geschmissen, dass du jetzt live bist, ne? Aber der ist gerade nicht so arg besucht. Der Discord von Autonien ist auch ein bisschen im Schlaf, Dornröschenschlaf, die letzten Wochen, ja, Monate. Ja. Boah, fuck, ich brauche dringend ein neues Profilbild auf Twitch. Dringend. Weil immer dieses scheiß Profilbild als Vorschaubild genommen wird. Nee. Und langsam ist es halt. Bestimmt darf ich keine Links posten. Ja, richtig. Deswegen gibt's Sternchen für dich. Ich habe zu meinem Geburtstag nämlich ein Bierfass geschenkt bekommen und das habe ich halt in 2 Tagen leer gemacht. Ich hatte nämlich am Montag Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, René. Glückwunsch. Trotzdem, Alkoholmissbrauch. Eine Frage. Wie groß war das Fass? Stimmt, das wäre die nächste Frage gewesen. Ich habe auch so ein Fass, aber das ist halt eher so. Weil bei so einem kleinen 2 Tage... Ist gemütliches Trinken. 2 Tage? Geht auch ein Tag. Ich bin wieder da. Das habe ich fast aber nicht gehört. Über deinem sächsischen Akzent habe ich fast gedacht, da wäre keiner da. Und jetzt hat er sich gemutet. 40 Liter Fass?
Jetzt hat er sich gemeldet. Ah, jetzt ist er. Ich wollte, dass ihr das hier hört. Oh nein! Scheiße! Das dürfen Sie nicht! Hören Sie auf, mir in die Ohren zu krispeln! Okay, dann esse ich dir halt in die Ohren. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Alarm! Alarm! So, Helly ist wieder da. Yay. Transition! Ja, und genau. Wir haben jetzt 13 Minuten Zeit vergeudet. Ich denke, das reicht erstmal, um ineffizient zu sein. Und man muss den Leuten ja auch erstmal die Zeit geben, hier reinzukommen in den Stream, ja? Ja, natürlich, natürlich. Klar, klar, klar. Die Subleiste ist übrigens noch falscher als vorher. 38 von 35. Jetzt weist die Leute nicht auf Sachen hin, die sie gar nicht interessieren. So. Ja, das war so ein Fass, wo man halt das Bier noch zapfen kann mit einem Zapfhahn vorne dran. Weil ich glaube, da passen so gut 21 Liter? Nee, 2 Liter, 3 Liter. Könnte auch 213 oder 2131 sein. Nee, das ist ein kleines L. Aber verdammt. Deswegen. Weil bei 2131 wäre ich neidisch gewesen. Das wäre schon ein geiles Fass. Aber, ja. Aber dann würde wieder die 2131 Maßeinheit fehlen. Bei 2131, da wird die Maßeinheit fehlen. Dann würde man nicht wissen, was. Milliliter, Liter, Hektoliter. Streber. Barrel. Ich studiere Chemie. Eigentlich müsste das Literzeichen sogar groß geschrieben sein, weil das falsch wäre. Du studierst Chemie. Ah, Nerd. 2 bis 3 Liter ist eher so ein Abend. Alleine. Sebastian, ja, ich mache mir jetzt auch Sorgen um dich. Ist halt eigentlich nur so eine Maß, ne? Also das ist eigentlich nix. Ich mache jetzt eine Ansage zu meinem nächsten Geburtstag. Bist du eingeladen? Wie, du kommst nicht. Ah, mal gucken. Ich mag Herausforderungen. So, habt ihr euer Browser schon offen? Mal, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Oh, Helly schon. Und Josh ist natürlich wieder mal hinten dran. Ein Spruch, der nee, ich hab ihn auch auf. Wir machen jetzt nicht alle durcheinander, sondern wir machen das geordnet. Achso, ich hätte es halt einfach angefangen. Wir können auch alle gleichzeitig lesen oder im Kanon. 1, 2, 3. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ein Spruch, der auch in den Notonischen landen. Ja, dann lies halt. Nein, du hast so schön angefangen. Ich möchte gerne, dass du das so fortführst und unsere Ohren mit deiner melodischen Stimme sanft durch diesen Text geleitest. Das hättest du nicht sagen dürfen. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ein Spruch, der auch in den utonischen Landen seine Anwendung finden kann. Schließlich gibt es verschiedene Fertigkeiten, die zu meistern sind, die auch das heutige Thema des Dev-Updates sein sollen. In diesem Dev-Update wollen wir euch erstmal einen Überblick über die generelle Fertigkeitssystem geben und erklären, wie dieses funktioniert, um dann in weiteren Dev-Updates genauer auf einzelne Kampffertigkeiten, Handwerksfertigkeiten und Sammelfertigkeiten einzugehen. Wie immer präsentieren wir euch den aktuellen Entwicklungsstand unseres Minecraft-Mittelalter-Roleplay-Servers. Wie komisch, ist aber so. Kann. Das gilt besonders für genaue Angaben wie Zahlen. Diese sind hier hauptsächlich als Erklärhilfe und nicht als in Stein gemeißelt anzusehen. Außerdem stellen wir hier grundlegend die rein technischen Mechaniken vor, die dann im Roleplay belebt werden. Die dann mit Roleplay belebt werden. Auch dieses Mal auf eure Meinungen. Denn am Ende des Tages bauen wir diesen Minecraft-Mittelalter-Roleplay-Server schließlich für euch, die Community. Also mischt euch ein. Okay, dann stelle ich eine ganz kontroverse Frage. Utonian when? Ja, ich weiß. It's ja, done when it's done. Ich hab ja hier so ein paar Akten rumliegen, da steht aber top secret drauf und ich glaube, deswegen darf ich die nicht zeigen. Weird King, but okay. Ja. Der Influencer hat wieder zugeschlagen. Ja, und auf einem ist so ein kleines Fähnchen, da steht Release Date drauf und der ist aber noch mit so einem Siegel zu und diesem Bändchen da drum, deswegen kriege ich den gerade noch nicht auf. Das ist wie so ein gefräßiges Buch bei Harry Potter. Ja, genau.
Und ich glaube, da steht was Wichtiges drin, aber das darf ich noch nicht aufmachen. Achso, übrigens. Jeder Gast bekommt ein 3-Liter-Fass mit Bier. Ja, übrigens. Das Wort Influencer wurde jetzt von hier Hesel Brugger geclaimt, dass sie das erfunden hat. Was? Bullshit. Wann hat sie das gemacht? Ich kann ihr einen Twitter-Beitrag zeigen, wahrscheinlich vorher schon gehabt. Und boah, zwar, das... und zwar bei der, ich möchte jetzt eigentlich keine Werbung dafür machen, auf einem großen Versandhaus, das eine Videoplattform hat zum Streamen, da gibt es so eine Show, die heißt One Mic Stand von Teddy, und in der ersten Folge hat Hesel Brugger Kai Lauterbach eingeladen und da hat sie gesagt, ja, du bist ein richtiger Influencer. Oh, coole Wortneuschöpfung, das ist von mir. Okay, okay, Anzeige ist raus, Anzeige ist raus. Das ist unser Wort, ja. Anzeige ist raus. Hallo Hesel, du darfst dieses Wort leider nicht benutzen. Hallo Hase. Dieses Wort gehört leider schon uns für unsere Minecraft-Streams. Das ist eigentlich auf deine Arbeit, Herr Zion. Ich weiß, passt jetzt nicht zum Thema, aber ich wollte nochmal nachgefragt, wie es läuft bei dir. Wer ist Zion? Ich glaube, er meint dich. Okay. Weird, but okay. Oder so? Weird, but okay. Sagen wir es so, ich bin, um die Frage zu beantworten, noch unsicher in meiner neuen Position. Das kommt erst mit der Routine, dass ich da durchgehe und mir denke so, ja, okay, kannst du das machen, den setzt du auf gefährdet und setzt die und die Maßnahme an und sowas. Ist schon, ist jeder Tag doch noch aufregend, weil du weißt nie, vor was du stehst und was dir entgegenlacht und du dir denkst, oh nein, als was trage ich das jetzt ein? Scheiße! Ist das jetzt gefährlich oder müssen wir das in 6 Monaten, in 3 Monaten oder in einer Woche lösen? So in etwa. Also, da denke ich mir so, den setze ich auf gefährdet. Wo arbeitest du? Beim Verfassungsschutz? Nein, Bombenkontrolle. Ist doch fast dasselbe. Naja, meine Sachen können dem Verfassungsschutz schon auf den Kopf fallen. Einer hat's verstanden. So, jetzt haben wir den ersten Absatz gelesen, ne? Ja, das ist im Grunde die Einleitung gewesen. Im nächsten geht es zu die Fertigkeiten. Was sind Fertigkeiten? Eine simple und doch berechtigte Frage. Fertigkeiten kann man sich wie Berufe oder auch Fähigkeiten vorstellen, die man erlernen kann. Alle Fertigkeiten, ausgenommen mancher Steckenpferde, dazu unten mehr, haben eine Fertigkeiten-Expertise, also Erfahrung, die du in dieser Fertigkeit sammelst, indem du sie ausübst. Beispielsweise sammelst du durch das Töten von Wildtieren Jagd-Expertise, ich mag das Wort nicht, oder durch das Herstellen von Waffenschmieden-Expertise. Innerhalb der Fertigkeiten gibt es hierbei 4 Stufen der Expertise. Laie, du hast noch keine Expertise gesammelt. Lehrling, du hast 150 Expertise gesammelt. Geselle, du hast 1250 Expertise gesammelt. Und als Meister, du hast 9500 Expertise gesammelt. Mit dem Aufstieg in eine neue Stufe ist es dir möglich, neue Talente der jeweiligen Fertigkeiten zu erlernen. Dazu aber gleich mehr. Dazu erstmal Thoughts und Dingens, oder? Nee, die ist erstmal fertig. Alles klar. Es gibt 3 bzw. 3,5 Arten von Fertigkeiten. Kampffertigkeiten verbessern deinen Umgang mit Waffen und ermöglichen es dir, besondere Angriffe auszuüben. Sammelfertigkeiten helfen dir dabei, effizienter Rohstoffe zu sammeln und weiter zu verarbeiten. Handwerksfertigkeiten ermöglichen es dir, Gegenstände herzustellen, also Waffen, Werkzeuge, Rüstung, Nahrung und so weiter. Steckenpferde sind keine vollumfänglichen Fertigkeiten, sondern eher kleinere Hobbys oder Fähigkeiten, beispielsweise Schlossknacken oder Trinkfestigkeit. Welche Fertigkeiten es genau gibt und wie diese aussehen, kannst du dir entweder schon mal im Wiki anschauen oder in dem nächsten Dev-Update zu den jeweiligen Fertigkeiten nachlesen. Bin ich gut. Saufen ist offiziell ein Hobby. Ich level. Gib mir Bier. Ich muss sagen, ich finde, Die Sprünge zwischen den Leveln interessant, so, also ja. Okay, 150, okay, 1250, okay, 9500. Also, over 9000. Ich finde es aber angemessen, weil Meister soll ja nicht umsonst Meister sein, ne? Du musst ja wirklich bis zum Erbrechen da drin gewesen sein, damit du Meister bist.
Also finde ich so eine hohe Zahl schon angemessen. Ich habe jetzt nur keinen Daumen dafür, wie schnell du XP sammelst. Exakt. Und welchen Stellen. Deswegen so. Würde ich das da jetzt halt auch erstmal abwarten, wie das wird. Und das muss man dann letztendlich in-game sehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass du 150 schnell beisammen hast. So, dass die Lehrlingsstufe gerade so als Anreiz da reinzukommen nicht so schwer zu erreichen ist. Also 150 wird nicht lange dauern. Dann ist das ungefähr so ein Pi mal Daumenmaß, dass es doch machbar ist. Aber für Meister musst du halt hart grinden. Mhm. Damit du es, also klar, du kannst es auch in langer Zeit machen. Jedem selbst überlassen. Aber damit du es irgendwo in naher Zukunft machen kannst, da solltest du, dich ranhalten. Du bist Mitglied des Rates, aber wir erheben dich nicht in den Rang eines Meisters. Was? Das ist ungerecht. Du kontrollierst Bäume. Wie kontrolliert man Bäume? Du wirst dich wundern, aber mit einem Hammer. Mit einem Hammer, auf dessen Rückseite ein spachtelähnliches Werkzeug angeschweißt ist. Aua. Ne? Und dann ansonsten... Ansonsten habe ich ein Tablet um, ein Fernglas um, einen Sondierstab noch dabei und ja. Ja, die ersten Sondierstab-Witze incoming, ich weiß. Ist okay. So, ja. Ich habe da jetzt doch noch einen Kritikpunkt. Hau raus. Nämlich, zusammen mit dem Kloster-Ding, was wir vor Ewigkeiten mal gelesen haben, da hieß es, du kannst ein Kloster erst gründen, wenn du Meister beim Gelehrtenhandwerk bist. Frage ich mich jetzt. Also, haben die einzelnen Fähigkeiten selber diese Laie, Lehrling, Geselle, Meister-Dinge? Oder ist das dasselbe wie das Leveln selber? Verstehst du? Nein. Also zum Beispiel, ob ich jetzt ein Schmiedgelehrter bin, ob ich ein Schmiedgelehrter, genau. Ein Schmiedlaie, ein Schmiedlehrling oder ein Schmiedgeselle bin. Oder ob ich als Kämpfer die Fertigkeit Blutung auf Geselle habe. Das ist der Punkt, der mich gerade frage. Das verwirrt mich ja gerade ein bisschen. Und die Sache ist, wenn ich 9500 Expertise, brauche, um dann da überhaupt ein Kloster zu gründen, finde ich, ist das halt schon wieder so ein Ding mit, ja, das macht halt wieder fast keiner. Als ewig dauert. Also ich habe auch gerade nochmal nachgelesen bei Glaube und Ordnung und da hieß es halt, um ein Kloster zu gründen, benötigt das Gefolge gelehrte Mitglieder, die das Gelehrtenhandwerk erlernt haben. Dieses kann wie jedes andere Handwerk durch Aktionen erlernt werden. Der Gefolge Lehnsherr muss hierbei die Meisterstufe erreicht haben. Ein weiteres Mitglied mindestens die Gesellenstufe. Und zwei weitere Mitglieder mindestens die Lehrlingsstufe. Also Geselle und Lehrling sehe ich vielleicht noch irgendwo. Aber dass du einen Meister brauchst. Vielleicht steht dazu später mehr. Vielleicht. Vielleicht. Genau, der nächste ergibt sich logischerweise. Man kann da mehr lernen, ist logisch. 3,5 Arten von Fertigkeiten. Irgendwas ist mir während des Lesens bei denen hier eingefallen. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Das ist mein Hirn ist ein Sieb. Vielleicht die besonderen Angriffe. Nee. Da irgendwas nee, ich, vielleicht kommt das später nochmal wieder. Okay. Nee. Dann gehen wir jetzt zu Talente. Talent Show. Josh. Talente. Du bist dran mit Lesen. Was? Josh. Talente, Ente.
Die Klasse wartet auf dich. Ja. Gott. Möchtest du das, was du da gerade geschrieben hast, nicht einfach bei der gesamten Klasse vorlesen? Nailed! Ich fühle mich gerade wie in die Schule zurückversetzt, ey. Das war das Ziel, ja. Weil ich kriege hier jetzt das meiste zum Vorlesen. Dankeschön. Aber halt, hallo. Sion hatte mindestens genauso viel. Aber ist echt so, ne? Also, komm mal hier, ne? Also ich meine, okay, wenn man streng sieht, müsstest du jetzt bis zum Ende lesen, aber... Eben. Können es ja auch wortweise abwechseln. Oder wir machen Fehler lesen. Ich bin richtig schlecht im Vorlesen. Ja, dann üben wir das jetzt, ne? Ja. So, hier haben wir das Mikro. So. Talente. Mhm. Innerhalb einer Fertigkeit gibt es Talente, die du je nach Fertigkeitsstufe erlernen kannst. Mithilfe von Talenten verbesserst du dein Können innerhalb einer Fertigkeit. Als Beispiel hier einmal das Talent Blutung der Schwerkampffertigkeit. Ich denke mal, das Bild wird für sich selber sprechen, oder? Blutung 1, 1% Blutungschance plus 0. Doppelpunkt 01 Blutungsdauer. Und so bitte jede Tabelle. Schwertkampflehrling, Kosten 1, Blink. Blutung 2, 2% Blutung, okay. Ich glaube, das wird so ein Talentpunkt oder so. So, aber, wollen wir kurz hier halten? Für? Was willst du halten? Was haltet ihr von den Werten an sich? Von den Wertanstiegen bei Effekte? Steigt immer um plus 1% und um eine Sekunde, ne? Da frage ich mich halt, wie es in Relation steht. Also was du sonst für diese Punkte dir holen kannst. Weil ansonsten ist so 1-2% nicht so das Krasseste. Ich sag jetzt nicht, dass du bei Stufe 99% Blutungschance haben solltest. Nee. Vielleicht, dass man weniger... Punkte macht und dann hast du vielleicht beim ersten Mal 1%, beim zweiten Mal 3%. Ich habe keine Ahnung. Blutung ist halt so, Blutung kann, glaube ich, ziemlich, ziemlich krass sein. Bei Blutung 9 ist, glaube ich, auch Schluss. Da ist der Balken nämlich auch blau, oder? Ja, klar. Bei Blutung 9 ist Schluss, aber ich frage mich, stell dir vor, du hast jetzt hier diesen Skillbaum und du kannst dir für einen so einen Skillpunkt immer wieder 1% mehr Blutungschance holen. Dann hast du aber einen anderen Skillbaum, wo du dir pro Skillpunkt, ich übertreibe jetzt einfach mal, plus 10% Ressourcen bekommen kannst. Pro Skillpunkt. Ich verstehe deinen Punkt, gehe auch völlig mit. Aber da kommen wir wieder in den Roleplay-Aspekt. Möchtest du ein Multi-Talent-Allrounder-Charakter haben, der Ressourcenfarben geht, aber gleichzeitig ein toller Ritter ist, der Schwert kämpfen kann? Oder sagst du für dich, ich mache jetzt Hardcore und ich mache nur Schwertkampf, weil ich bin ein Ritter, ein Soldat. Ich mache nur meine Schwertkampflinie und ich brauche keine Ressourcen sammeln, weil dafür habe ich keine Ahnung, einen Knappen oder irgendeinen Scheiß. Ja, klar. So. Aber ist es dann nicht immer noch so, dass du, wenn du nur darauf gehst, dass du dann quasi nicht so sehr belohnt wirst, wie wenn du Bergarbeiter bist? Weil in Relation sind deine Punkte nicht so viel wert, wie die Punkte bei dem Bergarbeiter dann. Kommt jetzt darauf an, wie viel beim Bergarbeiter dabei rausspringen, ne? Wenn er auch nur immer plus 1%. Deswegen habe ich ja das Beispiel genommen. Mhm. Ich finde, wenn bei Bergarbeiter dieses 1% kommt, dann würde ich wahrscheinlich, ich baue gerade eine Eisenader ab und ich bekomme alle 100 Erzvorkommen, bekomme ich ein Eisen mehr. Das wäre dann schon schwierig. So eher so, hier, wir geben dir ein Fortschrittssystem, aber irgendwie bringt es fast gar nichts. Was ich mir jetzt noch dachte, ist tatsächlich, gerade dafür, dass Meister auch so viele XP verlangt, ist eigentlich keine nennenswerte Stufenerhöhung. Ja, stimmt. Also dass du zwischen Lehrling, Geselle und Meister jetzt hier bei den Skills keinen wirklichen Unterschied hast. Es geht halt immer 1% hoch. Plus eine Sekunde. So, also es ist im Grunde, es ist kein Zielsystem, wo ich sage, ah klar, okay, das ist ein krasser Wert, da möchte ich hin und ich grinde dafür. Und dann ist es halt eher sowas, was du nebenbei laufen lässt. Es erinnert mich an die Boni, die du so bei den ganzen Total War Spielen immer bekommst, wo dann sowas steht wie plus 2% Forschungsgeschwindigkeit. Ach, ja. Yay, in einem rundenbasierten Spiel. Prima. Wow. Daran erinnert es mich so von dem her, wo ich mir so denke, also das sind halt, wie du schon sagst, da sind so Sachen, da denke ich mir, ja okay, die
kann ich mitnehmen, aber ob ich davon jetzt so viel merke. Ja. Also ich schätze schon, dass du einen Unterschied merken wirst zwischen Level 1 und Level 9. Aber wenn du es so stückchenweise hast, weiß ich nicht. Ja. Schwierig. Ja. Gut. Josh. Ach so, genau. Das waren meine Gedanken und jetzt kann Josh weiterlesen. Dieses Talent kann 9-mal verbessert werden. Bei jeder Verbesserung des Talents steigt deine Chance, mit dem Schwert eine Blutung beim Gegner zu verursachen, die ihm zusätzlichen Schaden zufügt. Um das Talent zu verbessern, musst du eine bestimmte Fertigkeitsstufe im Schwertkampf erreicht haben, zum Beispiel Lehrling, Geselle und so weiter. Wahrscheinlich dann auch der Meister. Ich würde gerade sagen, so viel mehr gibt's nicht. Und so weiter. Gott. Obermeister. Ey, das ist eine Falle, mach das nicht. Auf Gott bin ich schon mal reingefallen. Ich wurde dann verbrannt. Du wurdest aber nicht deswegen verbrannt, du wurdest verbrannt, weil du ein Josh wollte weiterlesen, Wird vielleicht schon aufgefallen sein, dass jedes Talent auch etwas kostet, und zwar Talentpunkte. Talentpunkte sind die Währung, mit der du dir Talente freischalten kannst, sofern du die notwendige Fertigkeitsstufe, zum Beispiel Geselle, erreicht hast. In dem Beispiel Blutung kostet jede Verbesserung einen Talentpunkt. Talentpunkte sammelst du immer dann, wenn dein Charakter in seinem Charakterlevel aufsteigt. No shit. Über dein Charakterlevel gibt die XP-Leiste über der Hotbar Auskunft. Du sammelst Charakter-XP, indem du Quests erledigst, Fertigkeiten ausübst oder Gegner besiegst. Zu bedenken ist aber, dass man die Talentpunkte beim Tod nicht verliert. Oh, ich hoffe, es ist jetzt nicht genauso wie vorher, dass sie halt das normale Minecraft-Level-System benutzen und das dann darauf basiert und du dann halt irgendwann so Level 90 bist und dann keine Ahnung, du musst eigentlich das ganze Land ausrotten, damit du ein Level bekommst. Ja, aber ich weiß nicht, inwieweit man das ändern kann und in den Einstellungen rumfummeln kann, dass das eben nicht der Fall ist. Aber das geht durchaus. Falls gerade jemand zuguckt, der das Dev-Update bearbeiten kann, mir sind 2 Fehler aufgefallen. Ach. Am Anfang des Absatzes Talentpunkte. Ja, dann sammel. In dem zweiten Absatz. Sorry. Talentpunkt müsste Talentpunkte heißen und Fertigkeiten ausübst müsste es heißen. Ich bin Josh. Ich bin so viel kühler als ihr. Also das alte Leveln ging irgendwie schon. Es ging. Das stimmt. Ah, nee, es war irgendwann ziemlich zäh. Ja, aber es ging. Besonders wenn du zum Beispiel so ein Idiot warst, wie Leute, die sich, keine Ahnung, Hillboy oder so genannt haben, die auf Geselle gegangen sind und wo du halt erstmal halt ewig lange in diesem komischen Monster-Spawn-Feld farmen musstest, ehe du da ansatzweise mal was Ordentliches machen konntest. Also mir ging es persönlich ziemlich auf den Sack. Ja, mir ging es auch auf den Sack. Ich hatte da keinen Spaß dran. Ich schätze jetzt einfach mal, dass man hier, so wie sich das ja liest, und wenn du wirklich jedes Level einen Talentpunkt bekommst, dann müssen sie es am Anfang, glaube ich, wirklich hochschrauben, wie viel du brauchst. Und wahrscheinlich gibt es auch gar nicht so viele Talentpunkte, dass du, wie ich gerade eben meintest, irgendwie bis Level 90 levelst. Ja, die verbrannte Region war hilfreich, aber es war trotzdem nervig. Ich hatte keine Lust andauernd. Zum Beispiel, ich in Blackwell, der ganze Norden irgendwo gelebt, ich hatte keine Lust, andauernd da runter zu rennen, nur um dann ein paar Monster zu töten. Und dabei vielleicht selber verhauen zu werden. Ja, genau. Und Lumpen gefarmt. Und der Boss da, der war halt auch nicht so wirklich befriedigend. Deswegen baue ich lieber und habe mich davon ferngehalten. Richtig, deswegen konntest du auch nie was. Schnief. Ja. Wir haben uns beide getroffen, weil ich war genauso. Ich war auch irgendwann nicht mehr. Ich glaube, ich konnte nur, ich hatte nur Gerben, also Ausweiten Stufe 3.
Und was habe ich noch? Sonst hatte ich gar nichts. Ja, fast wie bei mir, nur auf dem anderen Zweig. Ja. Okay. Steckenpferde. Zu guter Letzt wollen wir nochmal zu den Steckenpferden kommen. Wie bereits oben erwähnt, sind diese nicht vollumfänglich für Fertigkeiten. Was bedeutet, dass sie jeweils nur ein Talent umfassen. Trinkfestigkeit. Mit dem Steckenpferd Trinkfestigkeit verbesserst du deine Toleranz zu Alkohol. Kannst also mehr trinken, ohne direkt bei jedem Gelage am Tisch einzuschlafen. Fertigkeiten als Expertise der Trinkfertigkeit erhältst du durch das Trinken von Alkohol. Ich weiß was, wo alle sofort leveln werden. Ja. Beim Trinken. Ja. wobei das tatsächlich auch wäre schade, wenn dann jeder trinkfest ist, weil gerade diese Nicht-Trinkfestigkeit bietet doch echt geile RP-Möglichkeiten. Ich glaube, ich weiß, welches Haus ich zuerst bauen werde. Eine Taverne. Was habt jetzt ihr gesagt? Es war sehr eindeutig aus deinen Worten. Also, ich glaube, so mit einem Gasthaus anzufangen, oder? Ja, es bietet Übernachtungsmöglichkeiten, Versorgung, ist ein Anlaufpunkt. Also, ich wollte eigentlich einen geheimen Schnapsbrennkeller bauen, aber okay. Tja, jetzt ist er ja nicht mehr geheim, ne? Ich baue dir deine Zwergenstadt hin, dann kannst du da einen Raum mieten für. Yay! Moria ist verboten! Spielverderber. Du bist verboten. Ja. Es ist so, nach einer halben Woche Server's da. Busayan, wir haben uns da mal die Map angeguckt, ne? Und irgendwie ist da so ein riesengroßes Gangloch unter eurer Stadt. Und da sind auch so riesengroße Hallen. Also, Ja, das war da vorher schon. Ist das eine Zwergstadt? Nein, das ist unser Weinkeller. Ja, okay. Ach so, na dann. Ganz ehrlich, als ich die Map mal abgeflogen bin und unterirdisch abgeflogen bin, dachte ich mir dann auch so, ja, ich habe mich bei Tibershafen so extrem zurückgehalten, um irgendwas Großes darunter zu klatschen, ne? Und andere... Oh, jetzt kommt's. Alter. Ja. Sei es eine Mine gewesen, die so fucking verästelt war und so ineinander geschlossen oder einfach Räume. Why? Zion? Venetormine, ja, bitte. Zion? Du warst kurz weg. Zion? Hallo? Zion? Hallo? Zion? Was? Ja, Connection sagt gerade tatsächlich rot. Also, jetzt bist du aber wieder da. Ja, ich war die ganze Zeit da. Dachte ganz kurz, den Stream hat kurz geladen. Gut. Ich dachte auch einmal ganz kurz, du möchtest auch die Grenzwacht-Speicherkeller ansprechen. Ich hab die jetzt extra übergangen, aber okay. Im Stream also war alles sauber! Caps Lock. Also im Blackwell war das Einzige, was wir hatten, ein Kingsman-Fass. Yay. Also weißt du, so ein Fass, das war mit einer Piste und dann ging das Fass auf und dann konntest du da durchgehen. Cool. Das war voll geil. Hat da keine Erze mehr gefunden, als wir ihn verkauft haben. Alter. Ich glaube, ich habe noch nicht alles auf der Map abgeflogen. Aha, je. Yeah. Okay. So. Schloss knacken. Ist so. Genau, Schlosskacken. Exakt. Mit dem Steckenpferd Schlosskacken verbesserst du deine Chancen beim Aufbrechen von Schlössern. Du wirst bei deinem nächsten Raubzug also weniger Dietriche brauchen. Fertigkeiten-Expertise beim Schlosskacken erhältst du durch das Kacken von Schlössern. Oh, wo ist denn die ganzen Schlösser her? Die habe ich. Egal. Betriebsgeheimnis. Hier, nimm eins. Das geht Mut wirklich durch Leib und Seele. Was Mut ist frisch geschmiert? Die Stadt der Diebe. Oh, was? Die Stadt der Hiebe? Ja, die Stadt der Hiebe. Hiebe anstatt Liebe. Ja. Okay. Lesen. Ja. Das Steckenpferd Lesen ermöglicht es dir, Bücher, Briefe und weitere Texte zu lesen. Lesen hat keine Expertise nötig. Was? Was?
und kann mit Hilfe einer Questreihe erlernt werden. In der Beta erfolgt dies durch einfaches Investieren von Talentpunkten. Okay, Moment. Aber man braucht doch auch Experience im Lesen, oder nicht? Hätte ich also, tatsächlich nämlich also, auch geforst werde, eine Questline zu machen. Ich meine, du kriegst ja auch Expertise beim Saufen. Warum? Also Saufen kann doch eigentlich jeder lesen, nicht? Richtig, deswegen hätte ich auch gedacht, Lesen hat mehr Anforderungen als Saufen. Ja. Ich meine, klar, man kann es verpacken, so nach dem Motto, das gab es ja auch bei Kingdom Come Deliverance. Da musst du ja auch ab und zu ins Kloster gehen und dann bringen sie dir Lesen bei und ja. Ich würde es sehr geil finden, wenn nur Adlige und Leute von der Kirche lesen könnten. Da hätten wir auch einen nächsten Punkt, ja. Ist die Frage, inwieweit man dann für viele das Gameplay später verhindern oder schwer machen würde, weißt du? Ich weiß ja nicht, für was man alles das braucht. Ich weiß es auch nicht. Also theoretisch. Man könnte es auch so wie die Pharaonen machen und wir stellen da wen hin an so einer Tafel und es geht Enterauge zick, zack, zick, zack. Antinil fährt Schiffe. Welle, Welle. Ich komme irgendwie nicht hinterher. Okay, dann wie weit sind sie denn schon? Ente. Das ist doch keine Ente, das ist eine Schlange. Was? Nein, also hier ist das Wasser und darauf kommt die Ente. Nun gut, Bote, überbringt meine Nachricht verbal. Okay, ich höre. Enterauge, zick, zack, zick, zack. Mann, der so macht. Boah, ist so dumm, ja. Wartet mal, bis wir dann auf dem richtigen Motor in so die Firma Kazalek bei uns vor der Tür stehen haben. Kazalek. Satzschluss bauen. Kazalek, das ist mein Kollege Jörg. Doch, schön. Magnifique. Na. Nicht gleich in die Schweinerei denken. Da ist die Taverne falsch rumgebaut, ey. Oder Venedig geflutet. Oh, schön. Oh, und was soll denn auf das Gerüst? Das Gerüst ist der Turm. Das Gerüst ist der Turm. Komm, Horst, wir gehen. Der alle kommt wahnsinnig. Ah, ja. So, schreiben. Wobei, schreiben. Ja. Das Steckenpferd Schreiben ermöglicht das Schreiben von Büchern, Briefen und Inschriften. Um Schreiben zu erlernen, musst du jedoch das Lesen gemeistert haben. No shit. Schreiben kann mit Hilfe einer Questreihe erlernt werden. Die nächste. In der Beta erfolgt dies durch einfaches Investieren von Talentpunkten. Wir wollen im Laufe der Zeit noch weitere Steckenpferde einfügen, um euch eure Möglichkeiten zu geben, euer Roleplay zu vertiefen. Hier sind wir auch gerne offen für eure Ideen. Damit wir am Ende des Dev-Updates zu den Fertigkeiten... Was? Ja, das passt schon. Damit sind wir am Ende des Dev-Updates zu den Fertigkeiten. Wir hoffen, euch hat diese Übersicht schon mal gefallen, bevor wir in dem nächsten Dev-Updates genauer auf die verschiedenen Fertigkeiten eingehen. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback, ob Lob oder Kritik. Also gut gemacht. PS. Schön. Ihr habt die Möglichkeit, das Projekt sowie den laufenden Bauserver auf unserem Patreon zu unterstützen. Wichtig! Otonien ist auf diese Unterstützung nicht angewiesen und wird vollständig von uns finanziert. Falls es dich dennoch interessiert, Otonien bereits während der Entwicklung zu supporten, feiern wir deine Unterstützung. So als kleine Geste. Da hat jemand donated, ey, wir sind so geil. Oh, so geil, da kriegt den direkt die Ehrenbruder. Richtig, die auf Ernst zu haben, ich schwöre, ne? Ich hab ein Problem mit Lesen und Schreiben, dass es mich dazu zwingt, eine Questreihe abzuschließen. Ja, jetzt hatte ich allerdings den Gedankengang, dadurch, dass es Steckenpferde ist, ist es eigentlich ganz angenehm. Würdest du mit allem gezwungen werden, zu leveln und Talentpunkte auszugeben, hätten viele, glaube ich, keinen Bock drauf. Ich verstehe den Point, dass es schon Sachen geben muss, die du leicht einfach durch Quests halt erlernen kannst, statt irgendwie halt, 50 Bauern tot und dann kannst du wieder einen Punkt ausgeben. Wünschen, dass es mit beidem geht. Also, dass ich es sowohl per Skillpunkt erlernen kann oder dadurch, dass ich ganz lange auf Buch gucke oder so, keine Ahnung. Und dadurch, dass ich die Quest mache. Weil ich will nicht dazu geforst werden, eine Quest zu machen. Warte, heißt das,
Also für dich muss man beides machen oder. Nein. Man kann eins von beides ist möglich, aber man muss nur eins von beiden machen. Dann kommen wir zu einem anderen Punkt. Ich bin jetzt gerade genauso wie in WoW dann vor müsste mit den ganzen Klassenquests. Dann müsste es aber so sein, dass der Talentpunktwert wesentlich höher ist als die Questreihe, weil sonst macht die Questreihe keinen Sinn, wenn jeder das dann einfach Level farbt. Dann ist es einfach schade um die Questreihe. Ja, also mein Punkt ist halt wirklich vor allem, ich will nicht gezwungen werden, irgendeine Quest zu machen. Ja. Aber dann wäre genau das ansonsten eben passiert halt, du läufst da einfach nur durch und machst das, damit du diesen Skill bekommst. Und liest dir nichts durch, lässt dir nichts erzählen und lässt die, also, ne? Mhm. Das wäre dann halt, finde ich, schade um die Quest, weil, ja, wie gesagt, das bringt einem halt dazu, dass du dir einfach nur denkst, ja, okay, dann mache ich das jetzt halt schnell und dann kann ich lesen und schreiben. Ja. Was ich mich jetzt noch frage, wird es irgendwo auf der Map, vielleicht in Holdern, irgendwie in der Kirche oder so, wird es dann einen Hexendoktor mit Rabenmaske geben, der einem dann irgendwie den Kopf aufschneidet und dann sagen wir mal, du möchtest deine ganzen Talentpunkte halt wieder neu vergeben. Er schneidet dir den Kopf auf, löscht die ganzen Talentpunkte und du kannst sie dir neu vergeben. Weißt du, Trank des Vergessens war ihm zu leicht. Ja, du hast ein sehr verstörendes Inneres, Josh. Ein sehr verstörendes Inneres. Was ist denn? Er seziert dich und holt alle Fertigkeiten aus dir heraus. Er schneidet deinen Kopf auf. Protwist, das ist dann auch eigentlich der Bösewicht in den Landen, denn die ganzen Fähigkeiten, die er den Leuten dann rausschneidet, die fügt er sich selbst hinzu, sodass er irgendwann einfach der Ultra-Gott des Hell wird, ja? Bitte, O-Trinity. Der böse Steve, ist okay. Ja, wir haben den ersten Dungeon. Lesen lernen durch auf ein Buch starren. Naja, saufen, kämpfen und so weiter kann man durch machen lernen. Ich liebe Leute, die alles viel zu wörtlich nehmen. Das war ein Beispiel, okay? Genauso wie vorhin auch das mit den Ressourcen und dem Miner ein Beispiel war. Ja, ich wollte es nur verdeutlichen. Ja, ich würde mir wünschen, dass Priester und so weiter die Möglichkeit bekommen, dass sie anderen Leuten lesen und schreiben beibringen. Ja. Dass du das quasi aus-RPen kannst und dann haben die vielleicht noch so ein Menü, so als ab, ich würde das schon abhören, ab Meister. Du kannst oder, jetzt das ABC. Nee, dann halt da wirklich so ein Menü haben und dann dir halt sagen, mit dem mache ich jetzt das erste und dann das zweite und dann das dritte. Willst du, ich bringe ihm halt nach und nach Lesen und Schreiben bei. Ich frage mich auch, aber das wäre cool, wenn man das dann irgendwie so stückchenweise hätte. Ich weiß nicht, wie weit man sowas mit einprogrammieren könnte, dass du zum Beispiel, du liest einen Brief und je nachdem, wie gut du im Lesen bist, hast du dann zwischendurch, also entweder siehst du den Text halt komplett flüssig oder du liest dann so, weiß nicht, das steckt Sim möglich schreibt. Ah, ich würde da falsch geschrieben dann einfach. Ja, genau. Ich merke, wir nähern uns sehr Kingdom Come an. falls ihr das mal vor Augen habt, wenn man noch nicht lesen konnte, waren die ganzen Buchstaben in den Texten auch einfach durcheinander gewürfelt. Aber das ist super gewesen, die Mechanik. Es ist halt einfach so. Also ich meine, wenn du nicht lesen kannst, kannst du mit den Dingern nichts anfangen. Oder also, dass man das fürs Lesen nicht braucht, meinetwegen, aber vielleicht fürs Schreiben, dass man das dann irgendwie macht, das wäre schon irgendwie cool, finde ich. Aber ja. Ja. Aber ja. Gut. Ist sonst noch irgendwas? Wenn man Schlösser kackt, haben wir erläutert. Aber eigentlich würde es dann doch auch bei den Berufen dann doch auch Sinn ergeben, wenn jetzt zum Beispiel ein Meister quasi sich einen Lehrling ranholt und dem dann auch was beibringt. Das würde ich auch voll geil finden. Ja, das hat natürlich was. Da würdest du dann quasi auch Berufs-RP haben. Ja. Oder? Dann würde man, wenn man das erlernen möchte, müsste man RP-mäßig dann in eine andere Stadt, wo ein Meister ist, da hingehen und der würde einem das dann beibringen. Ja. Vor allem, das ist ja nicht mal zwangsläufig Berufs-RP. Du kannst das Ganze ja auch einfach haben, indem du das aus dem RP heraus, indem es sich ergibt. So, du schließt dich irgendwem an oder läufst mit dem mal länger durch die Lande und dann mit der Zeit bringt er dir halt trotzdem was bei oder so. Ja, aber durch so eine Mechanik, die einem das ermöglicht, wärst du quasi zum Teil auch irgendwie geforst, das zu tun. Es wäre halt auch eine Art, wie man. Du bist gezwungen, eine Art, in die Welt hinauszugehen. Es wäre eine Art, wie man RP belohnt. Ja. Ja. Und die Leute auch zum RP anregt. Ja. Und nicht einfach so, ich klatsche jetzt 50 Monster und dann kann ich schmieden.
Allerdings muss man das halt dann halt auch wirklich so machen, dass du halt nicht einfach nur hingehst zu einem Typen, den du kennst, und er sagt halt, hier, guck mal, du bist jetzt... Du bist jetzt 100 Groschen, dann kannst du schmieden. Das war exakt mein Gedanke gerade, ja. 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 Das müsste man dann irgendwie, weiß ich nicht, dass die dann da irgendwelche Tasks haben oder so. Ja. Die beide machen müssen. Ja, vielleicht. Keine Ahnung, ob das geht, aber gegebenenfalls kann man in der Questreihe verbauen, dass ein Spieler mit höherem Skill anfangen kann. Das war das, genau. Ja. Ja. Gut. Das ist ja, unser, das war's unser, dann unser, mit unser... dem. Das war's dann mit dem Deathlock. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Psst. Ja, und zwar in 20 Sekunden. Richtig. Zum nächsten Deathlock. Das Schwert ist mächtiger als die Feder. Hey, warte, halt, stopp! Das ist andersrum. Vielleicht, weil sich das hier auf Kampf bezieht. Also, ich wollte gerade sagen, auf einem Roleplay-Server ist es eher die Feder ist mächtiger als das Schwert. Ja, und du jetzt, ey, ich kann auch was lernen. Also, man hätte auch schreiben können, die Zunge ist mächtiger als das Schwert, aber das hätte vielleicht seltsame, naja. Ja. Ich leck dich zu Tode! Officer Doofy. Soll ich jetzt wieder anfangen? Oder? Ich kann auch zuerst, ist mir egal. Du willst nur den Kampfteil nicht lesen, gibst zu. Ich habe noch nicht runtergescrollt, ich weiß gar nicht, was kommt. Kampf ist ganz schön lang. Ja, dann mach du es. Mir egal. Ja, nein, lies jetzt, dann kann ich so lange aufs Klo gehen. Okay. Er hört uns noch? Das hoffe ich, dann geht's besser. Dann kann er die Schlösser besser rausdrücken. Also, das Schwert ist mächtiger als die Feder. Nach dieser Devise kannst du zumindest versuchen zu handeln. Ob es dir gelingt, hängt immer noch von dir selbst ab. Jedoch haben wir uns für den Kampf in Utonien einige Änderungen und Fertigkeiten überlegt, die euren Duellen, Fäden und Kriegen im Vergleich zum alten Server einen neuen Touch geben. Nachdem wir euch in der letzten Woche generell vorgestellt haben, wie Fertigkeiten funktionieren, wollen wir heute einen Blick auf die Kampffertigkeiten und das Kämpfen auf Utonien werfen. Falls ihr also das letzte Dev-Update noch nicht gelesen habt, solltet ihr es jetzt unbedingt nachholen. Okay. Nein, du hast es gelesen, bleib hier. Ach so, ups. Wie immer präsentieren wir euch den aktuellen Entwicklungsstand unseres Minecraft-Mittelalter-Roleplay-Servers, der sich jederzeit noch ändern kann. Das gilt besonders für genaue Angaben wie Zahlen. Diese sind hier hauptsächlich als Erklärhilfe und nicht als steingemeißelt anzusehen. Außerdem stellen wir hier grundlegend die reine technische Mechanik vor, die damit Roleplay belebt werden. Wir hoffen auf dieses Mal auf eure Meinung, denn am Ende des Tages bauen diese Minecraft-Roleplay-Server ausschließlich für euch. Die Community also mischt euch ein. Okay. Utonien when? Ja. Kampf. Bevor wir zu den Kampffertigkeiten kommen, schauen wir uns erstmal die Besonderheiten beim Kämpfen auf Utonien an. Heilung und Lebensleiste. In Utonien regeneriert man sich nicht wie in Vanilla Minecraft durch Essen und dem damit verbundenen Verbrauchen der Hungerleiste. Wenn du mehr als 6 Herzen hast, regeneriert sich deine Herzleiste automatisch. Solltest du jedoch weniger haben, regeneriert sich deine Herzleiste nur, indem du einen Verband verwendest. Während du einen Verband anlegst, kannst du dich nicht bewegen. Verbände gibt es in einer kleinen und großen Variante. Der kleine Verhand gibt hierbei einen kurzen Regenerationseffekt, dem Anwenden der Große einen längeren. Verbände können von dem Alchemisten hergestellt, bei NPCs gekauft oder von Gegnern gedroppt werden. Erste Gedanke, Josh. Man kann sich nicht bewegen, wenn man den Verband anlegt. Ja, nur weil du in Fortnite rennen kannst, während du dich verbindest, ne? Oder kann auch in echt, aber da kommt es ein bisschen drauf an, wo du die Wunde hast eigentlich. Aber du kannst dich auch im echten Leben nicht ordentlich verbinden, wenn du dabei rennst oder läufst. Und also ich rede jetzt nicht von sowas wie du hast einen Kratzer. Wenn du einen ordentlichen Verband anlegen willst, dann solltest du dabei stillhalten. Erstmal geht Hello Kitty Pflaster drauf. Und Helly, wie viele Schlösser waren es? Das blaue oder das rosane? Das Rosane natürlich, genau wie in Kaufhauskorb. Ach ja. So, du hattest gerade Heilung und Lebensleiste vorgelesen, ne? Das ist richtig. Gut. Dann, soll ich weiterlesen oder willst du? Nee, ich wollte tatsächlich noch was dazu sagen. Oder fragen, wie viele Herzen habe ich in Minecraft normal? Ich habe es gerade schon. 10, ne? Gehen die
jetzt nur runter, wenn ich mich verletze? Oder gehen die jetzt auch runter durch Hunger? Also in normalen Minecraft zumindest ist es so, wenn du halt verhungerst, dann verlierst du langsam Herzen. Die Frage, ob die das dann auch einstellen, dass du auch wirklich an Hunger stirbst, ne? Das wäre jetzt nämlich die logische Konsequenz eigentlich. Aber das kannst du ja nicht mit dem Verband wieder fixen. In Minecraft ist es ja auch so. Da ist es je nachdem, wie du das einstellst, dass du durch Hunger so weit die Herzen verlierst bis auf ein halbes Herz oder dran stirbst. Je nachdem, das ist Einstellungssache, glaube ich, vom Game Mode. Ja. Also ich schätze nicht, dass du an Hunger sofort sterben wirst, sondern du wirst, schätze ich, ohnmächtig, dass das genauso ist, wie wenn du im Kampf erschlagen wirst. Wir haben die ohnmächtig Mechanik gibt es ja jetzt. Ja. Exakt. Gut. Ja. War's das? Vielleicht kommt das noch. Ja, ich glaube, ich bin erstmal soweit, genau. Okay. Soll ich? Weiß ich nicht, willst du? Kritischer Schaden. In Vanilla Minecraft kann man mit Hilfe von Springen und gleichzeitigem Schlagen kritischen Schaden verursachen. Dieser ist auf Photonen deaktiviert, um Kämpfe weniger hektisch und sprunghaft zu machen und so mehr Spannung einzubringen, sowie das Kampfgefühl durch das Fehlen der vielen Sprünge realistischer und ansehnlicher zu gestalten. Großer Pluspunkt. Finde ich gut. Schilde. Du kannst gerufen werden und kurz weggehen. Bis gleich. Okay, das stand jetzt nicht im Text. Also im Text stand eigentlich Schilde. Du kannst mit deinem Schild nicht unendlich lange blockieren. Wie lange du das Schild oben halt. Wie lange du das Schild oben halten kannst, hängt von deinem Abwehrtalent ab. Blockierst du beispielsweise länger als 10 Sekunden, senkt sich dein Schild wieder ab und du musst einen Cooldown abwarten, bis du es wieder hochnehmen kannst. Somit gewinnt das Timing im Kampf eine wichtige Rolle. Mit manchen Talenten des Axtkampfes und den Stumpfwaffen kann das Schild zudem gebrochen werden. Das bedeutet zwar nicht, dass das Schild zerstört wird, jedoch erzwingst du so ein Sinken der aktiven Blockade. Finde ich gut. Wenn man so einen richtigen, auch ein Rundschild so gehalten hat, der wird merken, wie schwer so ein Scheißding ist. Und dass du da die ganze Zeit blockst, so. Ist nicht. Schildwall! Alter! Kräftigen Respekt an die Leute, die beim Schildwall die obersten Schilder halten mussten, ne? Ja. Alter. Da merkst du, wie dir die Muskeln brennen, wenn du damit fertig bist. Vor allem, wenn da noch Leute draufspringen sollten, um den Schildwall zu brechen. Dann ist. Aber da bin ich wieder. Muckis. Ja. So, diesmal habe ich euch nicht gehört. Habt ihr jetzt schon gelesen? Ja, natürlich. Ja. Du hast den falschen Text vorgelesen. Was? Du kannst gerufen werden. Das steht hier gar nicht. Ach, fick dich. Warm heute, schrieb übrigens Josh im Chat. Und in Vanilla gibt es doch auch eine Hungerleiste, schreibt Herr Doktor. Ja. Die wird es hier bestimmt auch geben. Wahrscheinlich. Macht ja sonst. Sonst merke ich ja nicht, wenn ich Hunger habe. Exakt. Aber wie das Zusammenspiel zwischen Hungerleiste und Lebensleiste ist, das wird hier noch nicht erläutert. Mhm. Ich schätze, dass das ziemlich Vanilla sein wird. Genau. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wolltest du für dich nochmal schnell überfliegen, falls dir doch was dazu einfällt? Dabei. Okay. Okay. Wobei ich tatsächlich für das Gebrochen des Schildes, ich fände es tatsächlich cool, wenn Axt- und Stumpfwaffen mehr Schaden am Schild machen als Schwert oder so. Ja, stimmt. Ne, weil dieses, dann hat dieses Brechen auch noch mal ein bisschen mehr Effekt, weil du haust mit dem Knüppel oder mit der Keule so lange auf diesen Schild an und irgendwann bricht halt das scheiß Holz, ne? Ja. Und dementsprechend, es geht halt schneller mit der Haltbarkeitsleiste runter zum Beispiel. Und je nachdem, was für ein Knüppel oder Axt das ist, sind die auch. Ja, ein Morgenstern oder so. Ein bisschen schwerer als ein Schwert, ne? Mhm. Das heißt, mehr Masse.
Ja, doch, also mehr Kraft durch Schwung und Masse. Ja. Ja. Treffsicherheit. Helly, meinst du kriegst das hin, oder? Ja. Nicht jeder deiner Stege trifft deinen Gegner. Auch wenn du ihn theoretisch getroffen hast, kann es passieren, dass der Schlag als verfehlt gewertet wird. Nein. Ob dies passiert, hängt von deinem Treffsicherheit-Talent der jeweiligen Waffe ab. Dieses System läuft immer im Hintergrund automatisch ab. Du kannst es mit klassischen RPGs vergleichen. RPGs! Bei denen gewürfelt werden muss. Ähnlich wie beim Deaktivieren von kritischen Schaden durchs Springen. Wollen wir mit dieser Mechanik Folgendes bewirken. Ob du ein guter Kämpfer bist oder nicht, hängt der Ton nicht nur von deinen klassischen Minecraft-PvP-Fähigkeiten ab. Stattdessen kommt es auch darauf an, in welche Richtung du deinen Charakter entwickelst und welchen Schwerpunkt du bei seinen Fähigkeiten gelegt hast. Ja, kann ich auch wieder nicht viel zu sagen, finde ich gut. Ich fand den einen Satz cursed irgendwie. Treffsicherheitstalent müsste eigentlich... Ja, ich glaube, du findest ein S. Hängt von deinem Treffsicherheitstalent der jeweiligen Waffe ab. Das Komma triggert sich irgendwie darin. Ob dies passiert, hängt von deinem Treffsicherheitstalent der jeweiligen Waffe ab. Für mich ist da irgendwie kein Komma beim Lesen, aber egal. Zumindest nicht nach passiert. Nee, ob dies passiert, hängt von deinem Treffsicherheitstalent der jeweiligen Waffe ab. Stimmt, ja. Ne? Merkst du? Aber Treffsicherheitstalent müsste auch sein. Aber ich habe mein Lesen und Schreiben noch gar nicht so weit geskillt. Was weiß ich schon. Ja, für dich steht da auch gerade nur. Ja, für mich steht da Tweil, Mestum, Rimmer, Mir, Dungritrinden, Shitamotau, Bat. Oder? Genau, Shitmotor. Shit? Nee. Shitamotau. Motua. Bei mir steht da Otonienwein. Okay. Weißt du, es dürfen dann alle in die Beta, außer dir. Oh ja. Ohnmacht. Ja. Wenn du stirbst, also kein Herz mehr hast, wachst du nicht automatisch wieder an deinem Spaffenpunkt auf, sondern wirst ohnmächtig. Okay. Ohnmächtig. Wachst du nicht wieder bei deinem Spawnpunkt auf, sondern wirst ohnmächtig. Mehr dazu im Dev-Update zur Ohnmachtsmechanik. Werde Patreon. Oh, Tony, gefällt dir? Werde Patreon und unterstütze das Projekt. Unterstützen! Mein Vogel. Erstmal raufklicken. Oh no, ein Virus. Reise. Oh, Freund des Hauses, 4 Euro. Zunftmitglied, 7,50 Euro. Mäzen, 15 Euro. Alles klar. Okay. Ich habe kein Geld dafür. Sorry. Ist okay für mich. Kampffertigkeiten? Hätte ich gesagt. 4 Euro im Monat, das ist ja Wucher. Also 3,99 hätte ich noch gehabt. Was? Warte, dafür hast du Geld, aber nicht für einen Sub bei Sayan. Ist so. Okay, da muss ich Helly beispringen. Also, Helly ist eigentlich Dauerabonnent. Also. Ich wollte es gerade sagen. Da sollte sich Josh mal ein Beispiel dran nehmen. Echt mal, Josh. Im Gegensatz zu ein paar anderen habe ich schon öfters abonniert. Ich meine, wofür brauchst du dein Geld schon? Essen? Sei, mach dich nicht lächerlich. Studentenbeitrag. Als Student isst du doch sowieso den ganzen Tag nur Nudeln mit Ketchup oder so. Ja, oder Nüssetüten. Ja. Come on. Be real. Nee, warte mal, was hatte ich? Also, ich hatte gestern selbstgemachtes Pesto. Es gibt schon, Pesto ist geil. Richtig Kampffertigkeiten. Aber kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, den Kampffertigkeiten. Wie bereits im Fertigkeiten-Dev-Update erklärt, erlangt man Fertigkeiten-Expertise durch das Ausüben der jeweiligen Fertigkeit, also bei den Kampffertigkeiten durch das Besiegen von Gegnern, aggressiver Menschen oder Tiere, mit der passenden Waffe. Kampffertigkeiten haben in der Regel 4 Talente, 2 passive und 2 aktive. Passive Talente verbessern deine allgemeinen Chancen im Kampf, beispielsweise die Chance, mit deinem Schlag zu treffen, Treffsicherheit. Aktive Talente hingegen müssen aktiv ausgeführt werden. Dies geschieht entweder mit Shift plus Linksklick oder Shift plus Rechtsklick. Sollte eure Sneak-Taste nicht Shift sein. Das ist ein Cursed-Satz. Sollte eure Sneak-Taste nicht Shift sein, funktioniert das auch mit eurem gewählten Keybind.
Diese führen eine besondere Attacke aus, die auch mit visuellen Effekten gekennzeichnet ist, zum Beispiel ein Rundumschlag bei der Axt. Aktive Talente haben jeweils einen kurzen Cooldown, bevor sie wieder ausgeführt werden können. Ich finde es immer faszinierend, wie im ersten Absatz gefühlt jedes zweite Wort Fertigkeiten war. Ja. Ich hätte eine interessante Sache, die jetzt vielleicht nicht alle Utonien-Spieler betrifft. Aber vielleicht kann man das innerhalb von Utonien ja auch irgendwie beheben. Nämlich für die Leute, die das gleiche Betriebssystem nutzen wie ich, nämlich macOS, die können seit einigen mehreren Minecraft-Versionen nicht mehr durch ihre Aktionsleiste durchscrollen, wenn sie Shift gedrückt halten, also wenn sie sneaken. Tja. Apple, ne? Ich würde sagen, das Problem liegt daran halt bei dir, ne? Ja. Das ist ein Minecraft-Bug. Benutzt halt mal ein ordentliches Betriebssystem. Ist so. Kauft ja vernünftigen Rechner. Das hat doch am Betriebssystem nichts zu tun. Das liegt an Minecraft. Ja, und Minecraft muss mit dem Betriebssystem arbeiten, wo die Nutzer schreien, da wollen wir es drauf haben. Oder eigentlich so 2-3 Nutzer nur, also wer weiß. Davor hat es doch auch funktioniert. Niemand nimmt Apple für Gaming. Josh. Die Diskussion hatten wir schon mal. Er hat recht. Dagegen sage ich doch auch nichts. Aber wenn ich... Ich habe doch schon gesagt, dass ich mir den doch extra fürs Studium gekauft habe, den Rechner. Und nicht fürs Zocken. Finde eine Empfehlung. Zeit, das Studium abzubrechen. Warte, jetzt kommt noch, er muss auch noch sein Studium bezahlen und deswegen hat er sich einen 9000 Euro MacBook oder 9000, oder ja klar. Zu günstig? Entschuldigung, 19.000. 19.000, ja, sorry, mein Fehler. Das allerdings nur für die Software. Richtig. Das Gerät musst du sich nochmal extra kaufen. Das ist die Dropbox noch nicht mit eingerechnet. Und jetzt muss er noch seine Studiengebühren abbezahlen, statt einfach einen 600 Euro Windows-Rechner zu holen und absolut so geldwerfend durch Twitch zu laufen und sich zu freuen, dass er andere Leute einen Sub schenken kann. Ja. Also Sub verschenkt. Nicht nur einmal. Ja, du. Ja? Ist die Wahrheit, Josh. Tut mir leid. Ich habe subskribiert. Nicht nur einmal. Oh ja. Seit 25 Monaten oder so. Aber Josh macht den jetzt draus. Es gibt halt Menschen, die sind cool und dann gibt's dich. Ja, Josh, manchmal verlierst du und manchmal gewinnen die anderen. So ist das im Leben. Ich muss gerade an diese Kampfvideos denken, wo die ganze Zeit, wer wurde da immer verprügelt? Du wie das? Was? Diese Ach Videos. Ja, doch, ja, mit den. Ovidas. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Josh, du bist jetzt unser Ovidas. Ihr müsst euch das mal reinziehen. Der Bug existiert seit 6 Jahren. Oh, könnte schon fast ein Paradox-Spiel sein. Hart, aber fair. Mein Link wird nicht akzeptiert. Nee, ist ja richtig. Bist doch kein Moderator. Ja. Schick ihm einen meiner Moderatoren, der wird den dann für dich posten, wenn es ein ordentlicher Link ist. Ja, noch dazu irgendwelche Gedanken? Tatsächlich nicht. Nein. Oh Young, fix your game. Okay. Zu Anfang gibt es 6 verschiedene Kampffertigkeiten. Schwertkampf, Dolchkampf, Stumpfwaffenkampf, Axtkampf, Bogenschießen, Verteidigung. Treffsicherheit. Bevor wir zu den einzelnen Fertigkeiten kommen, schauen wir uns einmal das Treffsicherheit-Talent an, welches alle Fertigkeiten außer Verteidigung haben. Das Treffsicherheit-Talent muss hierbei separat für jede Waffe erlernt werden. Das Talent Treffsicherheit entscheidet darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass deine Schläge den Gegner auch treffen. Wenn du das Talent noch nicht erlernt hast, liegt diese Wahrscheinlichkeit bei 50%. Treffsicherheit hat 9 Stufen. Mithilfe des Talents kannst du diese Chance pro Stufe um 5% erhöhen, um letztendlich bei Stufe, bei Stufe 9 95% Trefferchance zu erreichen. IX war 9, ne? War ich richtig? Mein Latein ist nicht ganz so perfekt. Ist 9. Ja, okay. 9. Perfekt. Ja, Thoughts and Prayers dazu?
Ich finde es gut, dass man als Meister immer noch daneben schlagen kann. Ja, genauso kannst du halt als Anfänger auch mal treffen. Ja, auch ein blindes Huhn findet meinen Korn. Oder verliert eins. Gleiches Recht für alle. Ja, gut, über das Blutungsding hat man ja vorhin schon geredet. Genau. Ich habe mich gerade gefragt, es müsste theoretisch möglich sein, je nachdem, wie es aufgebaut ist, über Verteidigung, sich bei Verteidigung so hoch zu skillen, dass der Gegner zwar im Kämpfen besser ist, du ihn aber halt so lange ablocken kannst und immer wieder so kleine Stiche setzen kannst, bis er trotzdem drauf geht, oder? Du meinst wie bei Kingdom Come, wenn du einfach immer wieder blockst und dann einfach mal zustichst? Ja. Ich kenne einen Muster. Ja, sollte funktionieren. Ja. Boah, die Kämpfe bei Kingdom Come so hart, ne? Wenn es vielleicht noch so ein Ausdauersystem gäbe, das wäre auch noch cool. Ja, das wäre nice. Und dann färbt sich so der Bildschirm langsam grau, wenn du nicht mehr kannst. Ja, genau. Ja. Oder rot, wenn du kurz vorm Krepieren bist. Genau, an allen Seiten an so rot zu pochen, wenn du kurz vorm Tod bist. Ja. Und es kommt so ein richtig nerviger, übelst lauter Ton. Ja, doch, das stelle ich mir cool vor. Was wäre eigentlich, gibt es eigentlich eine Mechanik, dass du deine Hand zum Beispiel verlieren kannst? Also ich glaube, gehen tut in der Theorie alles. Ich weiß nur nicht, wie geil das dann ist. Das ist zum Beispiel was anderes, wenn du dich selbst dazu entscheidest, okay, ich benutze jetzt die Hand nicht mehr, als wenn du dazu gezwungen wirst, dass du deine zweite Hand nicht mehr benutzen darfst. Ich finde das, halt. Also ich finde es tatsächlich auch in Minecraft dann schwierig umzusetzen, auch RP-technisch. Weil du hast nicht wirklich die physikalischen Möglichkeiten, das auszuspielen. Ja. Also das mit dem Auge von Christian oder war ein Auge, ne? Ja, bei Christian war es das Auge. Genau. Und fast die Hand. Da hatte ich damals noch protestiert. Genau. Also das Auge ist halt ein anderes Ding. Das kannst du auch skintechnisch umsetzen. Theoretisch könntest du das skintechnisch auch mit der Hand umsetzen. Das wäre auch kein Problem. Ja, machst halt so ein Lederstumpf. Ich hab's einfach komplett blutig gemacht. So. Oder du machst halt so ein Lederstumpfen. Ja. Ne, sowas. Oder geht. Du machst einfach so kurz vor Ende hast du dann einfach nur machst es übelst blutig und das letzte bisschen so knochenfarbig. Aber versuch dich dann mal dran zu halten, nicht etwas in die Sekundärhand zu geben im ja. Menü oder sowas. Ne? Das ist. Nein, das, also ich finde halt, wenn du jemanden dazu zwingst, dass er jetzt die Hand verliert, das ist dann René halt auch so Power-RP. So Power-RP, weil du dem dann halt nicht so wirklich die Möglichkeit gibst, da was dagegen zu machen. Ja. Ja, Realismus und so weiter. Wir spielen hier immer noch ein Spiel und das soll jeden Spaß machen. Ja. Geh zum Hexendoktor, der näht mir die wieder an. Ja. Das war an Resident Evil denken, wo die Hand einfach wieder angetackert wurde. Hat auch funktioniert, also müsste gehen. Klar. Geh mal zum Krankenhaus und frag, ob du das mal ausprobieren darfst. Ja, packen Sie sich ruhig die Hand ab. Packen Sie sie wieder dran. Machen Sie mal. Warte mal, nur mal so als Frage, wäre Saiyan dann nicht eigentlich als unser Bürgermeister später, also im späten RP, wenn wir schon ein bisschen gespielt haben, nicht auch Kandidat RP-lich für die Gicht? Was? Ja, wir lassen Saiyan an der Gicht verrecken. Bitte was? Saiyan, was für einen Charakter spielst du? Spielst du wieder einen alten? Nein, ich bin frisch geboren. Später ein Neugeborenes. Was? Ein Neugeborener leitet uns in unsere Fraktion? Ja. Kommt da der Bote vom benachbarten Dorf. Nun, wir haben hier eine Liste an Forderungen, die wir euch stellen wollen. Außerdem. Alles klar, richtet ihn hin. Außerdem, sei mal so viel gesagt, Josh. Kein Otonienplan überlebt den ersten Otonienkontakt. Das stimmt. Und damit kommen wir auch zum Schwertkampf. Sag mal, Saiyan, hast du eigentlich vor, dann auf dem Server zu heiraten? Ich hab doch noch so eine Armbrust rumliegen.
Rote Hochzeit. In der Halle, wo wir heiraten, wird es kein Geländer geben. Keine Balustrade. Das ist schlecht. Gibt es schon. Ich sorge dafür, dass es das gibt. Kommst du rein? Oh, hier hat jemand was umgebaut. Oh, was für ein Zufall. Wo kommt das denn her? Wo kommen auf einmal die ganzen Löcher in der Decke her? Welcher erste Kontakt? Ja, wenn man das erste wenn Mal Aliens mit kommen. Dem Gefolge anlandet. Schwertkampf. Der Schwertkampf befasst sich mit dem Kämpfen mit Schwertern. Expertise erlangt man also, wenn man einen Gegner mit dem Schwert tötet. Die Menge an Expertise, die man erhält, hängt von der Qualität des Gegners ab. Stärkere Gegner bringen mehr Expertise. Mehr Infos findest du im Wiki. Schwert, Treffsicherheit, passiv. Siehe Erklärung zur Treffsicherheit. Blutung. Passiv. Das Talent Blutung steigert die Chance, beim Angriff mit einem Schwert einen kritischen Treffer zu landen und dem Feind eine Blutung zuzuziehen. Eine Blutung ist ein kurzzeitiger Schadenseffekt. Blutung hat 9 Stufen. Mit Stufe 1 hast du eine Blutungschance von 1% und Blutungsdauer von 0,01 pro Stufe, also eine Sekunde pro Stufe. Erhöht sich die Blutungschance um 1% und Blutungsdauer um eine Sekunde bis Stufe 9 mit einer 9% Blutungschance und 9 Sekunden Blutungsdauer. Ja. Darüber haben wir eben geredet, ne? Genau. Knaufhieb. Aktiv. Der Knaufhieb schleudert das Ziel zurück und kann eingesetzt werden, um Distanz zwischen sich selbst und dem Gegner zu gewinnen. Das Talent hat einen Cooldown von 10 Sekunden und wird ausgelöst, wenn man ein Schwert ausgerüstet hat und zuschlägt, während man schleicht. Also Shift plus Linksklick. Knaufhieb hat 6 Stufen. Stufe 1 hat einen Rückstoß von 2 und kann mit jeder Stufe um 1 verbessert werden. Stufe 6 hat also einen Rückstoß von 7. Thoughts and Prayers? Ah ja, du musst das Schwert an der stumpfen, nicht an der scharfen Seite dran haben. Ja, aber es ist schon so rutschig. Warum ist meine Hand so blutig? Also keine, nix dazu, ne? Fällt nee, gerade nicht. Okay. Halbschwerttechnik aktiv. Mit der Halbschwerttechnik führt man einen gezielten Stich auf eine Schwachstelle des Ziels aus und fügt Schaden zu, der die Rüstung negiert. Bei höheren Stufen der Halbschwerttechnik fügt man zudem eine Blutung zu. Das Talent hat einen Cooldown von 45 Sekunden und wird ausgelöst, wenn man ein Schwert ausgerüstet hat und rechtsklickt, während man schleicht. Shift plus Rechtsklick. Kann nur aus nächster Nähe zum Ziel eingesetzt werden. Halbschwerttechnik hat 6 Stufen. Stufe 1 verursacht plus 1 Schaden und steigert sich bis Stufe 3 um jeweils 1 Schaden. Schaden. Stufe 4 hat eine zusätzliche Blutungschance von 25% und wird bis Stufe 6 um jeweils 25% Blutungschance erhöht. Stufe 6 hat also eine Chance von plus 3 und ein Schaden von plus 3 und eine Blutungschance von 75%. Ah. Ja. Krass. Also klingt gut. Mhm. Ich hab ein Anliegen an die Leute, die das Ding hier schreiben. Könnte ich bitte auf eine Sprache einigen? So am Anfang, wo es dann so geht, eure Sneaken-Taste und dann jetzt hier geht's ums Schleichen. Ja. 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 Naja, kann man noch sneaken oder schleichen nehmen. Nicht beides. Das stimmt. Euch fällt gerade auch nichts weiter dazu ein, ne? Das ist, wie es ist. Ich finde das eigentlich ganz gut dafür, dass man dass man dann einen relativ hohen Cooldown hat, kann das auch gut reinhämmern. Denke ich auch. Kann Josh jetzt den Durchkampf lesen? Ich möchte einmal noch den Durchkampf lesen. Der Dolchkampf befasst sich mit dem Kämpfen mit Dolchen. Expertise erlangt man also, wenn man einen Gegner mit dem Dolch tötet. Die Menge an Expertise, die man erhält, hängt von der Qualität des Gegners ab. Stärkere Gegner bringen mehr Expertise. Mehr Infos findest du im Wiki. Ich bin ein bisschen rausgerutscht. Das war nicht so gut. Das kann ich besser. Aber gut. Treffsicherheit passiv. Die Erklärung zur Treffsicherheit. Blutung passiv. Blutung funktioniert wie die oben beschriebene Blutung beim Schwert. Flinker Schritt aktiv. Schritt. Niemand kann so gut wie ein Muttersprachler, sage ich immer. Mit dem flinken Schnitt führt man zusätzliche Angriffe auf das Ziel aus. Mit jeder höheren Stufe erhöht sich die Zahl der Angriffe,
und des zugefügten Schadens. Punkt. Das Talent hat einen Cooldown von 10 Sekunden und wird ausgelöst, wenn ein Dolch ausgerüstet ist und man links klickt. Was für ein beschissenes Wort. Während man schlägt. Shift plus Linksklick. Flinker Schritt. Schnitt. Schritt, Schnitt. Schnitt, Schritt. Stufen. Stufe 1 verursacht einen flinken Schnitt, also einen zusätzlichen Schlag, der plus 1 Schaden verursacht. Stufe 6 erhöht also löst also 6 flinke Schritte aus. Ich habe nichts vom Inhalt verstanden, aber niemand hat die Absicht, richtig zu sprechen. Die Erklärung zur Treffsicherheit. Blutung, passiv. Blutung funktioniert wie die oben beschriebene Blutung beim Schwert. Flinker Schnitt, aktiv. Bei dem flinken Schnitt führt man zusätzliche Angriffe auf das Ziel aus. Ja. Mit jeder höheren Stufe erhöht sich die Zahl der Angriffe und des zugefügten Schadens. Das Talent hat eine Cooldown von 10 Sekunden und wird ausgelöst, wenn ein Dolch ausgerüstet ist und man links klickt. Während man schleicht. Shift plus Linksklick. Flinker Schnitt hat 6 Stufen. Stufe 1 verursacht einen flinken Schnitt. Also, Stufe 1 verursacht einen flinken Schnitt, also einen. Der Satz ist komisch, oder? Das bin nicht nur ich. Ja, Stufe 1 verursacht einen flinken Schnitt, also einen zusätzlichen Schlag, der plus 1 Schaden verursacht. Stufe 6 erhöht also. Löst, wieso? Ich habe vorhin schon erhöht gelesen. Stufe 6 löst also 6 flinke Schnitte aus. Ja. Oh, Sion schaut ängstlich. Ist es bestimmt. Nein, nicht. Gott hat gerade den Raum betreten. Nein, es ist merkwürdig mit Live-Publikum. Hat Sion den Müll nicht rausgebracht. Das stimmt sogar. Und zum Glück kann sie es gerade nicht hören. Ich habe den Müll nicht rausgebracht. Was? Wenn, dann bitte gammelige Bananen. Ah, sie fragt ihn, was er essen will. Und er antwortet, wenn, dann bitte gammelige Bananen. Ja, back to topic. wir waren, glaube ich, bei vergiftete Klinge. Ja. Vergiftete Klinge aktiv. Die vergiftete Klinge erlaubt es, oder haben wir das schon gelesen? Nein, ne? Nein. Okay, danke. Die vergiftete Klinge erlaubt es, Gift mit einem Dolch zu kombinieren. Abhängig von der Talentstufe können Gifte besserer Qualität verwendet werden. Das Talent hat einen Cooldown von 5 Sekunden und wird ausgelöst, wenn ein Dolch ausgerüstet ist und man beim Schleichen rechts klickt. Shift plus Rechtsklick. Vergiftete Klinge hat 3 Stufen. Moment, warte mal. Also... Okay, warte. Also ich muss den Dolch kombinieren mit dem Gift, ihn ausrüsten und dann beim Schleichen wird das aktiviert. Ja. Ja. Okay. Verbraucht sich dann das Gift nach einem Pips? Oder, das habe ich mich auch gefragt. Oder ist das dann jetzt da? Vielleicht ist es so, dass man das, weiß ich nicht, irgendwie... Vielleicht ist das auch noch von der Stufe abhängig, wie oft du das dann benutzen kannst. So, dass du am Anfang vielleicht, weiß ich nicht, das 3-mal benutzen kannst und... Irgendwann steht in dem Chat, deine Klinge ist nicht mehr mit Gift versetzt. Mit Cliff versetzt, genau. Wer kennt ihn nicht? Clifton, der Hund. Das haben sie dann wahrscheinlich als Wurftrankersatz, vermute ich mal, ne? Dass das so ein bisschen in der Mechanik drin rumwurstelt. Plötzlich. Gab's Wurftränke früher? Gab's vergiftete Sachen früher? Waffen? Nee, ne? Konntest du Waffen mit Gift kombinieren? Doch, es gab zum Beispiel so ein goldenes Schwert, was dir Vergiftungen zugeführt hat. Oder dich, glaube ich, direkt mit der Pest infiziert hat. Irgendwie so war das. Okay. Weißt du, irgendwer hatte da mal sowas. Gut. Ich, kurz nachdem ich Graf von Tibershafen geworden bin. Was? 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 Ich habe niemanden getötet. Wir waren bei Stumpfwaffenkampf. Richtig. Stumpfwaffen? Ah, Mensch, Josh möchte lesen. Ja, habe ich auch gerade gehört.
Habt ihr euch verhört? Nein, du hast eindeutig schon angefangen zu lesen. Das ist so ja. eindeutig. Definitiv. Ja. Nee, ich habe gefragt, ist Stumpfwaffen? Bitte ja, lies und der dann. Klasse vor, was du jetzt gerade eben sagen wolltest. Möchtest du die Klasse nicht an deinen Text teilhaben lassen? Nö, eigentlich nicht. Dann müssen wir das wohl an den Rektor weitergeben. Ja, mach mal. Stell dich mal hin, dann kannst du besser, dann kannst du besser vorlesen, dann hört man dich besser. Ah, okay. So, stehe. So genau würde ich das jetzt nicht wissen. Was? Ich weiß ja nicht, woran du denkst, aber ich stehe auf zwei Füßen. Donhold, der Stumpfwaffenkampf, der Stumpfwaffenkampf befestigt. Befasst sich mit den Kämpfen von Stumpfwaffen. Expertise erlangt man also, wenn man einen Gegner mit einer Stumpfwaffe tötet, nicht? Nee. Die Menge an Expertise, die man erhält, hängt von der Qualität des Gegners ab, nicht? Stärkere Gegner bringen mehr Expertise, nicht? Mehr Infos dazu findest du im Wiki, nicht? Oh. Ja, aber ich schau doch nicht ins Wiki, du Dösbade, du. So, gut, dann perfekt, bist du jetzt im Flow, kannst weiterlesen. Stumpfwaffen Treffsicherheit, passiv. Zielerklärung zur Treffsicherheit. Benebeln, passiv. Das Talent Benebeln steigert die Chancen im Angriff mit einer Stumpfwaffe einen kritischen Treffer zu landen und dem Feind eine Benebelung zuzufügen. Eine Benebelung ist ein kurzzeitiger Blindheitseffekt. Benebelung hat 9 Stufen. Mit Stufe 1 hast du eine Benebelungschance von 1% und Benebelungsdauer von einer Sekunde pro Stufe. Erhöht sich die Benebelungschance. Benebelungschance. Um 1%. Und Benebelungsdauer. Ich glaube, er ist um raus. Eine Sekunde bis Stufe 9. Ja, ich bin so raus. Scheiße. Bis Stufe 9. Mit einer 9% Benebelchance und 9 Sekunden Benebeldauer. Ne? Ich habe gerade übrigens Dresden und nicht Dreschen gelesen. Dresden aktiv. Dresden verlangsamt das Ziel. Dresden aktiv, ja. Für wohl 40 was. Oh Mann. Ich glaube, da waren nur 45 waren hier nur noch passiv. Ja. Aber finde ich tatsächlich ganz nice, weil dann kommen wir ein bisschen zu dem Punkt mit der Bildschirm wird grau, wenn du erschöpft bist oder sowas. Ist schon ganz nice. Ist das nix? Das ist doch was, ne? Ja, natürlich ist das was. Nee? Ja. Komm mal kicken, ne? Ja, komm. Kannst mal kicken da rein, du. Ja. Nee? Nee. Gut. Also, es ist Dreschen, ja? Ja. Kommen Sie rein, kannst du rauskicken. Dreschen? Ach so. Bitte. Mach. Du zuerst. Okay. Ach du. Okay. Ich bestehe darauf. Was? Dressen? Dresden aktiv. Dressen? Dresden verlangsamt das Ziel und hat die Chance, dessen Schild zu brechen. Für einen kurzen Moment ist der Gegner dann nicht in der Lage, diesen zu nutzen. Das Talent hat einen Cooldown von 10 Sekunden und wird ausgelöst, wenn man eine Sturmwaffe ausgerüstet hat und rechtsklickt. Während man schleicht. Shift und rechtsklick. Dreschen hat 6 Stufen. Stufe 1 verursacht plus 1 Langsamkeit und ein Schildbruchchance von 10%. Die Schildbruchchance steigert sich mit jeder Stufe um 5%. Stufe 6 verursacht also plus 1 Langsamkeit und hat eine Schildbruchchance von 35%. Alarm! Die Kaiserin wurde entführt. Meine Kaiserin! Ja. Gut, ich merke, ihr habt den Inhalt genauso gut mitbekommen wie ich, finde ich okay. Ja, nein, hab ich. Was? Ich finde das nicht schlecht. Okay. Ja, doch. Ja. Und jetzt gibt's den Lebisch. Was? Und jetzt Wuchthau. Warte. Wuchthau. Der Wuchthau schleudert das Ziel und andere in der direkten Nähe zurück. Das Talent hat eine Cooldown von 45 Seconds und wird ausgelöst, wenn man eine Stumpfwaffe equipped hat und zuschlägt. Während man schlägt. Shift plus Längsklick. Wuchthau hat 6 Stufen. Stufe 1
hat einen Rickstoß von 2 und kann mit jeder Stufe um 1 verbessert werden. Stufe 6 hat also einen Rickstoß von 7. Wie man merkt, dass gerade, dass du stolz warst, dass du da so ein paar englische Wörter gefunden hast, die du austauschen kannst. It's tea time already, isn't it? Sonst siehst du, der wilde Kaiser denkt mit den Jägern und wo sie dann auf einmal Englisch spricht, dann oh yeah, of course, my lady. Ja, gut. Bin ich aber auch okay. Wobei ich nicht weiß, ob 45 Sekunden zu viel sind. Nicht der Jäger, der... Nein, ich sag's nicht. Falle. Aber es... 45 Cooldown? Schon lang. Ist es nicht irgendwie dasselbe wie Knaufhieb? Nee, Knaufhieb ist schneller wieder. Ja, abgesehen vom Cooldown. Warte, wo war er denn? War der denn? Ach da, aktiv. Genau, das Ziel zurück. Kann eingesetzt werden, um Distanz zwischen sich selbst und den Gegner zu gewinnen. Das Talent hat einen Cooldown von 10 Sekunden oder ausgelöst, wenn man ein Schwert ausgerüstet hat. Rückstoß von 2. Was für ein? Hat also Rückstoß von 7. Stufe 1 hat Rückstoß. Hat einen Rückstoß von 2. Kann man der Stufe 1 verbessern? Ja. Stufe 6 hat also einen Rückstoß von 7. Aber. Ja. Ist halt. Ist genauso stark, aber mehr Cooldown? Nee, warte, ein Rückstoß. Ja, doch, ist dasselbe. Hat den gleichen Rückstoß. Ja, aber das hier gilt für Stumpfwaffen. Das oben war doch, glaube ich, für den Schwertknauf. Ja, aber dann sind es doch trotzdem noch dieselben Fähigkeiten. Ja, aber du machst es mit verschiedenen Waffen und für eine Stumpfwaffe brauchst du mehr Kraft, deswegen auch mehr Cooldown. Meine Erklärung. Und für einen Knaufhieb ist einfach so blub. Okay, muss man schauen, wie sich das im Spiel ausspielt. So, ja. In 45 Sekunden schon echt lang. Für einen Cooldown. Das ist schon nicht unerheblich. Zumindest für eine Waffe, die du halt, für eine Sache, die du halt bei einer anderen Waffe alle 10 Sekunden machen kannst. Ja. Ich verstehe den Cooldown bei der Waffe, aber ich weiß nicht, ob es dafür. Jetzt vielleicht durch 3 geteilt. 15 Sekunden wären vielleicht angebracht. Oder 20 höchstens. Aber 45 ist schon ganz schön heftig. Oder dass man den Effekt vielleicht ein bisschen verstärkt hätte. Oder das. Ja, weil Stumpfwaffe ist ja meistens mehr Masse und dann... Ja, eben. Da wäre ein bisschen mehr Rückstoß vielleicht mehr angebracht und dann könnte man den Cooldown besser damit begründen. Ja. Das wäre auch okay, aber... Den gleichen Rückstoß und dafür mehr Cooldown? Nö, das ist irgendwie ein bisschen doof. Aber das kann man ja, ist ja nicht so steingemeißelt, das ist ja in der Entwicklung. Das ist bisher ins Dev-Update gemeißelt. Aber nicht in Stein. Weißt du, wie die sich das zu Hause aufschreiben? Vielleicht haben die auch alle bei sich zu Hause Steine rumstehen, wo das alles noch reingemacht ist. Genau. Und dann jede Zeile Code. Und wenn du dich vertippst. Dann stellt sich Dovi das jede Woche, wenn ein Dev-Update kommt, auf den nächstgelegenen Berg wie Moses und präsentiert sie dem Volk. Er stellt sich auf den Markt. So, höret her, ihr Bürger. Alle schauen ihn an. Was ist denn mit dem? Weil er die Polizei rufen? Ja, die nimmt das dann in die Personalien auf und macht dann einen Bericht drüber und so gelangt es dann ins digitale Netz. Richtig. Das ist, eigentlich schauen wir uns hier die ganze Zeit irgendwelche Nachrichtenbeiträge an. Nee, ja, Polizeiberichte. damit klingt das nächste auch viel schöner, Axtkampf. Ja, ich glaube, Josh freut sich schon richtig darauf, das vorzulesen. Josh freut sich schon richtig. Josh freut sich schon richtig. Richtig. Eigentlich nicht du. Eigentlich nicht. Ach, es geht hier nicht um Wollen, ja? Das Leben ist kein Wunschkonzert. Das Leben ist kein Ponyschlecken. Das Pony ist kein Lebenshof. Ist ja ekelhaft. Was? Hey, was hast du denn gegen das Lied Look at my horse? My horse is amazing. Give it a lick. Mmm, it just tastes like raisins. Also, der Axtkampf. Der Axtkampf befasst sich mit dem Kämpfen mit Äxten. Nein. Was?
Ich dachte, das wären Pfirsiche. Expertise erlangt man also, wenn man einen Gegner mit einer Axt tötet. Die Menge an Expertise, die man erhält, hängt von der Qualität des Gegners ab. Stärkere Gegner bringen mehr Expertise. Mehr Infos findest du im Wiki. Zählen darunter auch beide. Beide? Ach, beide. Ich hab verstanden. Beide. Ich schätze. Axttrefferheil, Treffsicherheit, passiv. Siehe Erklärung zur Treffsicherheit. Verstümmelung. Yay. Passiv. Verstümmelung steigert die Chance, beim Angriff mit einer Axt einen kritischen Treffer zu landen und dem Feind eine Verstümmelung zuzufügen. Eine Verstümmelung ist ein kurzzeitiger Schwächeeffekt. Punkt. Mit jeder Talentstufe erhöht sich die Dauer des Effekts. Verstümmelung hat 9 Stufen. Mit Stufe 1 hast du eine Verstümmelungschance von 1% und Verstümmelungsdauer von einer Sekunde. Pro Stufe erhöht sich die Verstümmelungschance um 1% und Verstümmelungsdauer um eine Sekunde bis Stufe 9 mit einer 9%igen Verstümmelungschance und 9 Sekunden Verstümmelungsdauer. Dieser Satz hätte durchaus mal ein Punkt oder ein Komma brauchen können. Aber weißt du denn, was Setzzeichen heutzutage kosten? Das sind sehr viele Uns, ja. Naja. Und sehr viel Verstümmelung. Dagegen habe ich nichts. Nee. Was? Also, Christian konnte damit auch leben. So ein bisschen Verstümmelung hat noch niemanden geschadet. Ja. Ich habe gehört, das wertet auf. Rundumschlag. Ja, so Schwächeeffekt finde ich tatsächlich ganz, ganz geil. Ach, du willst noch weiterlesen? Ich dachte, ja, bitte. Okay. Aber bitte. Dann bitte. Nee, sorry. Wenn du da was noch zu sagen hast, okay, dann halte ich dich nicht auf. Ich möchte Rundumschlag. Mit dem Rundumschlag fügt man einen Angriff aus, der alle Umstehenden trifft. Ich dachte, du wolltest doch was zur Verstimmung. Ja, Star Wars-Fan. George Lucas! Ich bin ein Town-Town. Spring auf meinen Rücken. Die ist selbst so lustig. Für ich dachte, die riecht schon schlimm genug. Ach so, nee, ich meinte nicht. Oh Mann, ey. Gut, dann. Also, nee, ich habe nichts weiter beizutragen. Jetzt kommt so. Also, Rundumschlag aktiv. Mit dem Rundumschlag führt man einen Angriff aus, der alle Umstehenden trifft. Mit höherer Talentstufe verursacht dieser Schlag größeren Schaden. Höheren Talentstufe, Entschuldigung. Das Talent hat einen Cooldown von 10 Sekunden und wird ausgelöst, wenn man eine Axt ausgerüstet hat und links klickt, während man schleicht. Shift und Linksklick. Rundumschlag hat 6 Stufen. Stufe 1 hat einen Schaden von plus 2 und kann mit jeder Stufe um plus 1 verbessert werden. Stufe 6 hat also einen Schaden von plus 7. Seien. Elli. Ah, da ist er ja wieder. Ich bin nur bei euch weg. Also. Nein, der Stream war auch weg. Nein. Der Doktor wird gleich schreiben. Doktor wird schreiben, im Stream war alles sauber. Nein. Der Stream war sauber. Der Stream hat gepuffert. Ich sag das ist Gesetz. Ich darf trotzdem nochmal sagen, deutsche Glasfaser ist Müll. Ja. Ja. Ach, hast du es jetzt wenigstens raus, dass du alle paar Minuten so ein Disconnect hast? Nein, keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wirklich nicht. Das ist eine Laune des Routers oder weiß Gott was. Wahrscheinlich haben die so wenig Kunden, dass da immer eine da steht und so ein Scheiter. Kabel rein, Kabel raus. Ja, immer Kabel umstecken, rein, damit der andere Kunde auch Internet hat. Wie damals in der Telefonzentrale. Warten Sie, ich verbinde. Axthaken aktiv. Mit dem Axthaken zieht man das Ziel zu sich und bricht dessen Schild. Ist das geil. Dies hindert den Gegner daran, diesen zu nutzen. Mit jeder höheren Talentstufe erhöht sich die Dauer, für welche der Schild nicht genutzt werden kann. Das Talent hat einen Cooldown von 45 Sekunden und wird ausgelöst, wenn man eine Axt ausgerüstet hat und rechtsklickt, während man schleicht. Shift plus rechtsklickt. Axthaken hat 6 Stufen. Stufe 1 hat einen Schildbruchdauer von 0, also von einer Sekunde, und kann mit jeder Stufe um eine Sekunde verbessert werden. Stufe 6 hat also eine Schildbruchdauer von 6 Sekunden. Schildvoll! Heute ja, nicht. Zack! Finde ich cool. Ja. Aber das sind schon wieder die 45 Sekunden. Ja, die halte ich hier auch für. Obwohl. Es ist,
Nee, doch, die hatte ich ja auch angebracht. Also das Ding, weswegen ich das vorhin für übertrieben fand mit den 45 Sekunden, war wirklich nur, weil es dasselbe Talent ja nochmal gibt und da hat es aber nur 10 Sekunden. Die Dauer an sich ist, finde ich, gerechtfertigt. Zum Beispiel beim Schwertkampf hast du auch hier das mit der Halbschwerttechnik, wo du mehr Schaden verursachst und dann mehr Blutungschance hast. Dass du da 45 Sekunden Cooldown hast, ist durchaus berechtigt. Und jetzt okay. Hier mit der Axt, das finde ich auch definitiv, von dem her, wie stark das ist, ist das berechtigt. Heißt aber auf gut Deutsch auch, dass praktisch, ich muss 45 Sekunden warten, während der Gegner schon auf Stufe 1 nach einer Sekunde sein Schild wieder hochheben kann, ne? Naja, du musst ja nicht 45 Sekunden warten, bis du wieder angreifen kannst. Nee, aber bis ich dieses Axthaken wieder ausführen kann. Das hat einen Cooldown von 45 Sekunden. Ja klar, ansonsten könntest du ja Schilde komplett negieren. Genau. Ja, heißt aber, ich muss das ja wirklich auch wieder genau timen. Richtig. Um das sinnvoll einzusetzen, weil wenn ich ihn einfach mit einem Kampf weghake, habe ich das Talent erstmal aufgebraucht für die nächsten 45 Sekunden. Brachte ja. Vielleicht nichts, weil er nur eine Sekunde den Schild unten hatte. So. Ist jetzt die Frage. Ist jetzt alles so, dass du halt nicht mehr einfach nur dumm draufschlagen kannst. Warte, wenn mein Schild unten ist, muss ich den aktiv wieder hochnehmen oder ist dieser Effekt so, dass der runtergesetzt wird und weil ich ihn eh hochhalte, ist er dann wieder oben nach einer Sekunde? Nee, du musst ihn, glaube ich, wieder hochheben. Ich auch. Das ist okay, das finde ich gut. Weil das war, glaube ich, Rechtsklick, wenn man den Schild in der Hand hat, oder? Je nachdem, welcher hat du. Ja. Eigentlich ist es immer richtig. Obwohl, in der Zweithand kannst du den, glaube ich, nicht nutzen, ne? Doch. Echt? Ein Schild kannst den natürlich. Dafür ist er ja da. Normalerweise trägt man ja ein Schwert und ein Schild. Ja, nee, irgendwas ging doch in der Nebenhand ging irgendwas nicht. Was ich immer ziemlich kacke fand. Was zuschlagen oder so? Ja, doch, irgendwie. Zuschlagen könntest du mit der Hand nicht, ne? Genau. Du kannst keine Linkshänder spielen. Ich wollte gerade sagen, ist voll die Diskriminierung. Einen Bogen konntest du dafür aber in der Zweithand benutzen. Echt? Ja. Oh. Aber ich meine, es gab jetzt irgendwann mal so eine neue Einstellung, dass du es auch umstellen kannst. Dass die linke Hand die aktive ist. Bin ich mir aber gerade nicht mehr sicher. Dafür war ich zu lange nicht mehr in Minecraft drin. Ja. Same hier. Bogenschießen. Das Bogenschießen befasst sich mit dem Kämpfen mit Bögen. Expertise erlangt man also, wenn man einen Gegner mit einem Bogen tötet. Die Menge an Expertise, die man erhält, hängt von der Qualität des Gegners ab. Stärkere Gegner bringen mehr Expertise, mehr Infos findest du im Wiki. Treffsicherheit passiv. Steck mal was anderes. Bogentreffsicherheit funktioniert grundlegend wie die oben beschriebene Treffsicherheit. Hierbei gibt es aber die Besonderheit, dass die Flugrichtung der Pfeile beeinflusst wird und nicht wie bei anderen Waffen der Treffer verhindert wird. Wind. Ja, ja. Im Grunde. Sehnenschuss, passiv. Sehnenschuss steigert die Chance, einen Sehnenschuss auszuführen, der einen Sehnentreffer verursacht. Ein Sehnentreffer ist ein kurzzeitiger Langsamkeitseffekt. Mit jeder Talentstufe erhöht sich die Dauer des Effekts. Sehnenschuss hat 9 Stufen. Mit Stufe 1 hast du eine Sehnentrefferchance von 1% und Sehnentrefferdauer von 1 Sekunde pro Stufe. Erhöht sich die Sehnentrefferchance um 1% und Sehnentrefferdauer um 1 Sekunde bis Stufe 9 mit einer 9% Sehnentrefferchance und 9 Sekunden Sehnentrefferdauer. Wieder Punkt und Komma. Gerne auch mal öfters. Ja. Bitte. Satzzeichen retten Leben. Komm, ja, das ist halt auch verdammt teuer, ne? Komm, wir essen. Satzzeichen sind halt einfach teuer. Schnellschuss, aktiv. Schnellschuss ist die Möglichkeit des Verschwindens. Ja, bitte? Ich finde den Sehnschuss tatsächlich ganz geil. Zumal, was kann es als Bogenschütze Geileres geben, als wenn ein Gegner langsamer wird? Mhm. Ein langsames Ziel ist ein gutes Ziel. Ja. Ja, ich wollte es nur loben. Achso, okay. Soll keiner sagen, dass ich nur am Meckern bin. Wer sagt das? Alle. Alle? Alle sagen das. Die werden angemeckert. Nein. Schnellschuss aktiv. Schnellschuss ist die Möglichkeit des Verschießens mit einem zusätzlichen Pfeil. Von einem zusätzlichen Pfeil. Mit jeder höheren Talentstufe erhöht sich der Schaden des Pfeils.
Das Talent hat einen Cooldown von 10 Sekunden und wird ausgelöst, wenn man einen Bogen ausgerüstet hat und rechtsklickt, während man schleicht. Shift plus Rechtsklick. Schnellschuss hat 6 Stufen. Stufe 1 hat einen Schaden von plus 1 und kann mit jeder Stufe um plus 1 verbessert werden. Stufe 6 hat also einen von plus 6. Stell dir vor, die setzen während des Programmierens die, an der falschen Stelle eine Zahl ein und es steigert nicht die Schadenssumme, sondern die Zahl der Pfeile. Die Anzahl der Pfeile. Ja, würde ich geil finden. Pfeilhagel! Aber es ist nur ein Bogenschütze. Egal, geht Deckung. Da würde sogar Legolas doof gucken. Ist so. Ja, er hat halt nicht genug geskillt, ne? Aber finde ich cool. Finde ich echt cool. Also Bogenschützen gefällt mir bis jetzt tatsächlich irgendwie am besten. Klingt geil, ja. Ich würde mich immer noch freuen, wenn es wirklich mal zu solchen Belagerungsschlachten kommt, wo du auf der Mauer stehst und dann schießt auf die Trolle, nicht auf die Türme. Ach nein, warte. Und dann fährt die Kamera runter zu einem Heli, der gerade angreift. Hey, das ist Mobbing. Excuse me. Oder ganz am Anfang der Schlacht, wo der alte Mann auf der Mauer steht, den Bogen durchgespannt hat und aus Versehen loslässt. Ja. Ja, und dann trifft er natürlich mich. Ich schau ihn nur an. Gut. First kill. Uncool. Uncool. Nein, Ellie dreht sich dann um. Ah, getroffen. Ich bin raus. Die haben zuerst geschossen. Ich gehe zurück ins Lager. Ach, das ist so sehr wehtut, hätte ich ja nicht gedacht. Ja, weißt du, so wie bei Lab. So, kritischer Treffer, ich bin raus. Ey, der Arsch hat mein First Blood gestealt. Ja, ja. Snaked. Hm. Verteidigung? Verteidigung. Die Befeidigung ist ja fast, ich weiß nicht, was? Irgendwie komplett am Mundgulasch einfach nur. Die Verteidigung befasst sich mit dem Kämpfen mit Schilden. Expertise erlangt man also, wenn man erfolgreich einen Angriff abwehrt. Die Menge an Expertise, die man erhält, ist hierbei deutlich geringer als bei anderen Kämpffertigkeiten. Mehr Infos dazu findest du im Wiki. Abwehr. Passiv. Abwehr erhöht die Dauer, für welche ein Schild benutzt werden kann und reduziert die Zeit, für welche ein Schild nicht benutzt werden kann. Abwehr hat 9 Stufen. Pro Stufe erhöht sich die Abwehrdauer um plus 1 Sekunde und verringert die Abwehrermüdung um minus 1 Sekunde. Bis Stufe 9. Mit einer Abwehrdauer von plus 9 Sekunden, also 19 Sekunden insgesamt, Abwehrermüdung um minus 9 Sekunden, also insgesamt 1 Sekunde. Hört. Okay. Interessant. Ich muss das gerade irgendwie noch erstmal verarbeiten. Also kannst du... Okay, warte mal. Also hältst du das Schild? Und also stand ja vorhin schon da, dass du dann nach einer Weile das Schild runterlässt. Ja, weil, logisch, weil heißt du ja das, nicht die ganze Zeit so... Ja, ja. Aber heißt das, du kannst das Schild am Anfang nur 1 Sekunde tragen? Und nee, 11 Sekunden. Ja, was ja verhindern soll, dass du das Schild die ganze Zeit oben hältst. Ich war nur gerade im Kopf dabei, dass du halt auf Stufe 1 das Schild nur 1 Sekunde benutzen kannst. Was nicht der Fall ist, weil es gibt ja einen Grundwert von 10. Aber heißt das dann, wenn du das ausgeskillt hast, kannst du eigentlich, wenn das Schild gesenkt ist, ist der eigentlich nach einer Sekunde direkt wieder oben. Das finde ich ein bisschen OP. Also das finde ich auch ein bisschen sehr krass. 3 Sekunden würde ich maximal den niedrigsten Wert haben. Dann kommen wir aber wieder zu den anderen Fähigkeiten wie Axthaken. Wenn man das ausgeskillt hat, hat man eine höhere Chance, den Gegner sein Schild eine Zeit lang unten zu halten. Ja, aber es ist ja trotzdem ziemlich OP. Es ist ja trotzdem fast permanent Schild oben, mit nur einer Sekunde Unterbrechung. Da kommen wir wieder zu meinem Vorschlag von vorhin, mit dem Einbau von Schildhaltbarkeit geht runter bei Stumpf- und Hiebwaffen. Wir können auch machen, dass dir irgendwann der Arm abfällt vor Ermüdung. Weil das schon so oft passiert ist, Josh. Ja, er in seinem harten Studienleben muss das wissen. Worauf willst du da denn jetzt anspielen? Jeden Morgen aufwachen und... Tut mir leid an alle Studenten. Oh, der 5 Minuten über ist da.
Sei in 5 Minuten, Creeper ist da. Ey, Creeper! Psst. Und wieder passe ich zum Ende. Nice. Obwohl, nee, das war René eigentlich, der immer so ein Endtiming hatte, ne? Also eigentlich so in seit 9 Monaten wertschätzt, wäre hier, wenn man das mal wertschätzt, wer hier so alles jetzt schon gelesen hat, dann finde ich, wäre es nur gerecht, wenn Josh dies Schlusswort liest. Super Idee. Mark, hab den Mund frei. Das ist okay. Fang einfach an. Ja, dann schick den Besuch weg und lies. Sag mal. Mal. Mal, genau. Abschließend. Abschließend war es das auch wieder mit diesem Dev-Blog. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Die vorgestellten Fertigkeiten findet ihr auch in unserem Wiki, in welchem ihr bei Balanceänderungen die neuen Werte nachlesen könnt. Wir freuen uns wie immer über Lob und Kritik und fragt gerne nach, sollte euch etwas noch nicht schlüssig sein. Euer Utonien-Team. Werde Patreon. Werde Patronen und unterstütze das Projekt. Kätzchen unterstützen, klicke jetzt! Beitrag teilen auf Facebook, Twitter, Reddit, per E-Mail. Schick es deiner Mutter, schick es deiner Oma per Brieftaube. Keine Ahnung, egal. Kleb sie in die Windschutzscheibe. Verbreite die Nachricht. Ganz kurzes Timeout. Ich weiß, die Moderne ist noch nicht ganz da, aber ich finde es mutig, hier noch einen Link teilen per E-Mail zu betreiben. Wer macht das noch? Das LinkedIn per Also, oder, ne? Ach, da. Ah. Beiträge teilen, E-Mail. Es ist immer noch Menschen, besser, die als eine Faxnummer anzugeben. Na, wir wollen es ja nicht ans Amt schicken. Du kennst meinen ehemaligen Arbeitgeber noch nicht. Der Original, der Grund für einige andere Firmen, die er beliefert hat, war, dass die ihr Faxgerät behalten haben. Damit sie mit ihm kommunizieren können. Stell mir vor, wie er dazu anruft. Warum erreiche ich Ihr Fax nicht? Das habe ich weggeschmissen. Holen Sie sich ein neues, aufgelegt. Tja, das gute alte Fax ist so. Aber jetzt keine Faxen machen. Oh, das wollte ich auch gerade sagen. Danke. Danke, Helly. Danke. Wirklich, ich habe die Faxen dicke. Ich glaube es. Oh. Ja. Faszinierend. Mein Gott, das ist ja schlimmer als die Abra-Faxe unter Schwalzer Flagge oder wie der Film hieß. Hab meine Faxnummer verloren, kann ich die irgendwo leihen? Ja, ich schick sie dir eben zu, per Fax. Ja, wir sind durch. Ich dachte, wir spielen jetzt noch Stadt am Schluss. Ja. Stadtlandabfluss, Josh. Ja. Stadtlandabfluss. Ja. Nein. Oh. Ja, alles Schöne hat ein Ende. Nie macht sein, was uns Spaß macht. Nur die Wurst hat 14 zwei. 14 Leute. Sind ja, 14 Leute. Wir 12 jetzt nur noch. 12 jetzt nur noch. Danke, Josh. 12? Jetzt hast du zwei vertrieben. 4 vertrieben. Wieso ich? Ja, weil du noch immer noch 14. Ja, du sollst nicht. Ich glaube eher, Sayan, du hast die vertrieben, weil du hier nichts Lustiges machen willst. Hallo, ich habe euch im Chat. Ja, wie ich gerade gesagt habe, du willst hier halt nichts Lustiges haben. Hat Spaß gemacht, das letzte Mal, wir haben im Fernsehen mitgeguckt. René, Spitze Leistung. Muss mal einen Daumen hoch. Wer geht jetzt noch wandern? Wer geht wandern? Ich ja. Sicher nicht, ich war heute den ganzen Tag unterwegs. Ich habe heute, ich kann es dir sagen. Nein, auf einem gewissen Server, der mit O anfängt. Ich habe heute... Was sagst du? Wie viel habe ich gemacht? Ich habe heute schon meine 5618 Schritte auf 3,7 Kilometer gemacht. Das reicht. Ich glaube, ich habe heute insgesamt so 200 Schritte gemacht. Auf 2 Meter. Ja. Wobei, ne, vielleicht auch 3 Meter. Von also hier bis zum Klo oder vorhin hier bis zur Küche. Das Trippeln mit den Füßen unterm Tisch zählt nicht dazu, Helly. Oh Mann, oh. Tut mir leid. Gönnst du mir was? Nee. Ja. Immer bist du das, gegen mich. Absolut. Das in Anführungsstrichen Trippeln, ja. Ja, die wie heißt das? Restless Feet. Restless Leg Syndrom. Restless Leg Syndrom war das, glaube ich. Ja. Ja, genau. Weil... Ja? Nee, ich sag nicht. Okay. Ist okay. Mach so weiter, Josh. Mach so weiter. Mach so weiter. Nee. Ich lass es.
Wir sind tatsächlich durch. Das ist für mich eine Gelegenheit, den Stream zu beenden. Oh. Kannst du noch so 20 Sekunden warten, dann sind wir bei genau 2 Stunden. Bei mir im OBS-Studio steht 1,57. Bei mir im Mod-Overlay steht 1,59. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ciao! Ja, okay. Kann man jetzt so machen? Aber muss man nicht, ne? Jetzt sind wir dran vorbei. Ja. Jetzt müssen wir leider die 3 Stunden vorher machen. Stadtabfluss! Ja. Bremse weiter. Ja, können wir noch Stadtabfluss spielen, noch ein bisschen auf Photonien wandern. Wann Empire at War? Helly, wann Sons of the Forest? Ja. Wann Photonien-Wanderung? Wenn du mich mal fragst, mit mehr als einer Stunde Vorlaufzeit. Ich bin ein vielbeschäftigter Influencer. Ich habe nicht so viel Entscheidungsfreiraum. Entschuldigung. Richtig. Wie viele Videos hast du die letzten Tage so hochgeladen? Lenk jetzt nicht vom Thema. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Gar nicht. Da könnte ich auch sagen, ich bin ein vielbeschäftigter Streamer. Das ist eine Lüge. Da gehen wir jetzt auf ein ganz anderes Terrain. So, also das letzte Video auf deinem Kanal, abgesehen von der Ankündigung, war vor 5 Monaten. Und das war ein Wanderungsstream. Richtig. By the way, wann wandern wir wieder? By the way, ich bringe mich jetzt ins Teufels Küche, aber ich habe noch einen Vlog aus Norwegen, den ich noch nicht hochgeladen habe. Ist auch schon so ein halbes Jahr her. Das ist jetzt auch eher so ein Blick in die Vergangenheit, ne? Nee, damals, als du noch jünger aussahst. True story, obwohl ich inzwischen ganz zufrieden bin mit der Bartlänge. Ja, Geschmäcker sind halt verschieden, ne? Ne? Ja, so ist es. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen, auch an YouTube und VOD-Watcher auf Twitch, falls das überhaupt da jemand macht, I don't know. Und wir sehen uns dann im nächsten Stream wieder, der hoffentlich nicht in allzu weiter Nähe liegt. Also ich schau deine Streams immer auf VHS. Ich brech mir jetzt immer noch runter und pack sie auf eine Diskette. So ein Diskettenstapel, Junge! Nach 2 Minuten die Diskette Minuten. Wechseln. Ja, genau. So stelle ich mir das vor. Genau so. Verrückter PC. Junge! Er kennt seine eigene Kraft nicht. Nee, er kennt sein eigenes Laufwerk nicht. Junge! Ehren-PC. Wusst doch, Hackwuster. Okay, wir nähern uns auch einem Werbeblock. Insofern würde ich gerne vorher das zu Ende führen. Rufen Sie jetzt Anleihen für Otonien. Der leider nicht. Müsste ich mich damit beschäftigen, mit den richtigen Einstellungen. Da habe ich gerade im Moment keine Lust zu. Habe ich schon seit 5 Monaten nicht. Ja, genau. Und ich würde sagen... Nein, wie wär's denn noch mit einem Sponsorship? Weiß ich nicht. Irgendwas, was noch keiner hat, NordVPN oder so. Und falls, ihr das nächste Mal mein Stream auch aus jedem Land der Welt schauen könnt, klickt doch mal auf meinen neuen Partner. Nein. Zion VPN. Richtig. Surfshark gab's auch noch, genau. Oder gibt's die noch? Weiß ich gar nicht. Ja. Was mit Ankerkraut? Es gibt so viele. Nein. Nee, Ankerkraut. Ankerkraut ist jetzt Nestlé. Ja. Nicht mehr. Es ist jetzt ein böser Sponsor. Und Y-Food ist jetzt Frank Thelen. Nicht Frank! Doch. Da habe ich mit. Ihr wisst schon, Thelen rennt. Ja. Oder CyberGhost. CyberGhost gibt's auch noch. Science Partner wäre Beefy. Meine Freundin kennt mich sehr gut. Der war gut als Abschluss. Und in dem Sinne, Beefy muss mit. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Reingehauen. Jetzt mach ich wirklich bis Ständchen an Tännchen. Tschüsseldorf. Bis bald, Rian. Saudi-Arabien. Bundesgarten, ciao. Ma! Es reicht jetzt. Ciao. Es kommt jetzt wieder öfter Livestreams. Ja, tschüss, Herr Dorf.